In unserem ersten Film geht es nicht etwa ums Fischen nach altertümlicher Art oder ums Sinnbild der Herrschaft von Poseidon über das Meer, obwohl es heisst der Rüzak. Der Rüzak ist ein gross angelegtes Manöver mit über 40'000 Mann. Dabei im Einsatz stehen auch die Führungsstäbe der zivilen Organisationen der kantonalen Verwaltungen von Zürich, Schaffhausen und natürlich auch der Zivilschutz. Und zum ersten Mal nimmt auch die Abteilung Presse- und Funkspruch live und echt an der Mobilmachungsübung teil. Und meine Frage eigentlich an die Esther, ich weiss nicht, wie es im Moment ist, hier im Kanton Zürich. Das muss anscheinend einen wahnsinnigen Mannenmangel haben, wenn alle hier im Militär sind. Im Gegenteil, ich fange das Leben wieder an geniessen. In der freien Ausgang, meine Stich 3-Zack-mässig auch am Samstag im Militär. Ich muss halt mal schauen, was es gibt. Gut, vielleicht interessiert es dich auch, wie unsere Zuschauer, um was das überhaupt in dieser Übung geht. Und dazu haben wir für sie einen Filmbericht vorbereitet. Die Schweiz ist jederzeit bereit, ihr Territorium gegen jeden Angreifer zu verteidigen. Diese Verteidigungsbereitschaft stabilisiert die internationale Lage. Keine fremde Macht kann dieses Land leicht in Besitz nehmen oder zum Durchmarsch für weitere Angriffsoperationen benutzen. So wahrt die Schweiz den Frieden. In dem Augenblick, nachdem nun der Start vollzogen wurde, sind die Überlegungen der Übungsleitung. So hat es tönt anlässlich der Pressekonferenz, wo der Korpskommandant Feldmann über die Übung Dreizack orientiert hat. Hören wir mal ein bisschen zu. Die Raschheit der Mobilmachung und die Raschheit im Erstellen der Aktions- und Kampfbereitschaft. Das ist Kriterium 1. Das zweite Kriterium ergibt sich aus dem Kriterium der gut funktionierenden Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Waffen und verschiedenen Diensten. Nur die Übung im großen Verband vermittelt uns die Gelegenheit, während längerer Zeit Infanterie mit Artillerie, Infanterie mit mechanisierten Truppen oder Fliegern und Kampfverbände mit logistischen Unterstützungsformationen zusammenarbeiten zu lassen. Einen solchen Großversuch bildet diese Übung und in der Frage, ob dieser Großversuch gelinge, liegt das zweite Übungskriterium. Information soll in drei Bedeutungen hier zum Tragen kommen. Die drei Bedeutungen sind einerseits Führungsmittel, andererseits Motivation vom Wehrmann und drittens Rechenschaft von der Armee zur Öffentlichkeit. Rechenschaft will auch Hasli TV Ihnen, liebe Zuschauer, bieten. Nämlich, indem wir mindestens am Donnerstagabend in der regulären zweiten Monatssendung eingehend über die Manöver Dreizack berichten. Andererseits versuchen wir aber auch regelmäßig vom Montag am 17., 18., 19., am Morgen 6.30 bis am 7. die Sendung von der APF, Abteilung für Presse- und Funkspruch, zu übernehmen. Dann werden wir selbstverständlich auch die Abend vom 7. bis am 12. direkt berichten, Neues vom Tagesgeschehen da aus der Übung Dreizack, die im Zürich-Unterland stattfindet. Was eigentlich an dieser Übung hier im Zürich-Unterland stattfindet, das haben wir an dieser Presseinformation erfahren. Wir wollen nachher ein bisschen mehr hineinberichten. Die Abteilung Presse- und Funkspruch ist ein publizistisches Vollzugsorgan. Das erste Mal wird die Zusammenarbeit zwischen Militär, Zivilschutz und kantonaler Verwaltung überprüft. Man tut Erfahrungen sammeln in der Zusammenarbeit und den Informationsfluss und Möglichkeiten in diesem Dreieck prüfen. Am Schluss, am Freitag, am 21. November, also einen Tag nach unserer zweiten Monatssendung, gibt es ein grosses Defilé mit einer Waffenschau.
So, jetzt wollen wir aber wissen, was zu erwarten ist in den nächsten 14 Tagen bis zum Abschluss am Freitag, am 21. November. Dreizack steht sinnbildlich für das harmonische Zusammenwirken von Kampftruppen, Territorialorganisationen und ziviler Verteidigung. Denn Landesverteidigung ist keine ausschließliche Aufgabe der Armee. In der Phase 2 verschärft sich die internationale Lage. Im Ausland finden vermehrt Manöver und größere Truppenverschiebungen statt und im Inland kommt es mehrfach zu Sabotage an militärischen und zivilen Einrichtungen. Die zivilen Führungsstäbe und Schutzorganisationen stehen in Zusammenarbeit mit der Armee im Einsatz. Koordinierte Dienste, Beispiel Sanitätsdienst, dienen sowohl dem Kampf der Truppe wie dem Überleben der Bevölkerung. In Katastrophen oder im Krieg soll jeder Kranke oder Verletzte, ob Zivilist oder Soldat, ob Freund oder Feind, innert kurzer Frist Pflege und Behandlung finden. Ausgangslage für die Phase 4. Der Gegner hat das schweizerische Territorium erreicht und die Gebiete nördlich des Rheines weitgehend besetzt. Der Angreifer stößt nach Süden vor. Annahme der fünften und letzten Übungsphase. Die Grenztruppen wurden durchstoßen. Verbleibende Kräfte führen den Kampf aus isolierten Widerstandszentren noch weiter. Der Kampf der verbundenen Waffen soll mit allen Mitteln der Logistik unterstützt werden. Ja, guten Morgen. Wenn wir vielleicht noch mal Peter Kreidel sehen könnten, der Beck ist in Bern. Er hat nämlich die frischen Gipfeli gebacken, die wir hier vor uns auf dem Tisch haben. Offensichtlich ist er nicht mehr im Bild. Ja gut, ich begrüße Sie zum Frühstücksfernsehen von der Apfel. Es ist Montag, 17. November. In 20 Sekunden ist es 6:31 Uhr. Frühstücksfernsehen von der APF. Was ist das überhaupt? APF, die Abteilung Presse und Funkspruch. Bevor wir mit unserem Programm effektiv anfangen, schauen Sie dazu eine kurze Einspielung. InfoSwiss Nachrichten. InfoSwiss Journal, am Mikrofon Martin Plattner und Felix Endrich. Die Schlagzeilen. Der Bundesrat beschließt die Teilmobilmachung der Schweizer Armee. In Krisenzeiten, dann, wenn die zivilen Medien ihren Dienst versagen, tritt die APF in Funktion, die Abteilung Presse und Funkspruch. Sie ist ein Organ des Bundesrates. Journalisten von Fernsehen, Radio und Presse leisten hier ihren Militärdienst. Sie sorgen dafür, dass Sie, liebe Zuschauer, auch in schwierigen Situationen wahrhaftig und umfassend informiert werden. Sie sehen uns also hier in Uniform, das heisst, wir sind im Dienst, hier zusammen mit Tessiner und Welscher Kollegen in einem improvisierten Studio. Normalerweise machen wir ja fiktives, militärisches Fernsehen, das selbstverständlich nicht ausgestrahlt wird. Jetzt sind wir für einmal da, um reales Fernsehen zu machen, während 3 Tage, 3-mal am Morgen, eine halbe Stunde Frühstücksfernsehen, wofür die Öffentlichkeit, also für Sie, bestimmt ist.
mit Themen aus dem aktuellen Leben, aktuelle Sachen aus dem Bereich Nachrichten, Sport, Wetter. Hier in diesem improvisierten Studio berichten wir unter anderem auch über Dreizackmanöver und natürlich auch über Fußball. Mit Einspielungen von zwei wunderschönen Goals vom letzten Samstag. Das war das wunderschöne Goal von Jean-Paul Bricker. Da haben wir es nochmal. Aber auch die Italiener haben nicht wollen zurückstehen mit der Schönheit der Goal. Europameisterschaftsqualifikationsspiel Italien-Schweiz vom letzten Samstag in Mailand. Ich darf dazu bei uns im Studio zum Thema Nationalmannschaft Daniel Jean Dupeux begrüßen. Er ist sehr früh aufgestanden heute Morgen. Daniel Jean Dupeux, wann sind Sie aufgestanden? Ja, um ein Viertel vor fünf. Stehen Sie normalerweise immer so früh auf? Ja, viel früher. Nein, gegen 7 und 8 Uhr im Prinzip. Was machen Sie dann normalerweise um diese Zeit? Ja, ich hole die Post und schaue, was in der Presse ist. Das ist ja für einen Trainer der Nationalmannschaft immer ganz wichtig, was in der Presse steht. Laut Angaben des südkoreanischen Verteidigungsministeriums soll Kim Il-sung, der Staatspräsident von Nordkorea, erschossen worden sein. Die nordkoreanische Botschaft in Peking dementierte dies jedoch. Ein Botschaftsvertreter sagte, solche Meldungen seien eine bodenlose Lüge. In der nordkoreanischen Hauptstadt sind solche Meldungen weder bestätigt noch dementiert worden. Geburtstagsfeier für Kim Il-sung, das war 1982. Kim Il-sung regiert oder regierte das kommunistische Nordkorea seit 1945. Kim Il-sung war 1912 geboren worden. Er entwickelte in den letzten Jahrzehnten einen beispielslosen Personenkult. Nirgendwo auf der Welt wird die Bevölkerung so stark überwacht und auch so stark indoktriniert mit einem orthodoxen Kommunismus wie in Nordkorea. Als Nachfolger hat Kim Il-sung seinen Sohn aufgebaut und bestimmt. Und damit würde in Nordkorea die erste kommunistische Dynastie entstehen. Die Nachrichten gehört da immer noch das Wetter und wir haben das Wetter liebhaftig da sitzen. Der Jörg Kachelmann ist im Militär und Zivil als Wetterforscher tätig. Wie sieht es denn aus mit dem Wetter, vor allem im Hinblick auf die Manöver? Ja, es sieht gar nicht einmal so schlecht aus, Kurt. Es bleibt trocken, man muss also nicht die Unterhosen ins Fresspäckchen einpacken, die langen. Das Wetter bleibt einigermaßen mild und freundlich. Es ist zwar in der ganzen Schweiz heute praktisch bedeckt, es lohnt sich also nicht unbedingt jetzt die Starre sofort durchzuziehen. Die Sonne wird noch nicht gerade einscheinen, aber die Temperaturen bleiben mit 10 bis 15 Grad relativ mild. Relativ wenig Sonne heute, aber Regentropfen sind auch nur im Jura zu erwarten. Stichwort Manöver ist gefallen. 40'000 Mann sind ja in der Ostschweiz momentan in der Dreizackmanöver. Christian Ledergerber ist auch irgendwo in der Ostschweiz momentan live auf der Linie. Wie ist denn das jetzt zum Fernsehen machen, manövermässig, ohne dass man noch viel schlafen kann, Nacht, Christian? Ja, wir haben 3-4 Stunden geschlafen die letzte Nacht. Wir haben ja eigentlich auch gestern angefangen mit diesen Manövern. Wir sind erste Eindrücke sammeln. Eindrücke von diesen Manövern, die im Kanton Zürich und Schaffhausen stattfinden. Und wo wir angefangen haben, Filme gestern, sind wir gerade an eine schweizerische Premiere hergelaufen. Die Felddivision 6 hat ihre Fahrzeuge auf eine fahrende Strasse verladen. Und das hat es in dieser Größe, dass also eine ganze Division ihre Fahrzeuge verladen, in der Geschichte von der Schweizer, vom schweizerischen Militär bis jetzt noch nicht gegeben. Und von dem haben wir ein paar Bilder gemacht. Eine ganze Division, das sind rund 15'000 Mann, das sind über 2'000 Fahrzeuge, die aus ihren WK-Standorten aus der ganzen Schweiz zusammengezogen worden sind. Gestorben und die ganzen Nachttouren, also bis heute Morgen, ist die Felddivision 6 in den Raum Schaffhausen transportiert worden, wo für sie die Manöver Dreizack stattfindet. Nicht nur der Transport ist eine schweizerische Premiere, überhaupt ist die ganze Übung Dreizack von den Leuten, die beteiligt sind und von der Übungsanlage her etwas Besonderes. Zivile Organe arbeiten mit den Territorialorganisationen zusammen und die miteinander natürlich wieder mit den Kampftruppen. Wissen Sie für was das Manöver gut ist? Für was? Für die Verteidigung von unserem Vaterland. Ja, und die Verteidigung vom Vaterland üben 40'000 Leute und gerade nochmal ein paar Zahlen. 9'000 Fahrzeuge werden gebraucht, 150 Kampfpanzer, 300 Schützenpanzer, 82 Flugzeuge, 32 Panzerhaubitzen, 28 Helikopter und schließlich werden auch noch 500 Meter Brücken verleiht.
Grünes Licht für die Übung ist gestartet geworden, nach einer Vorbereitungszeit von 1,5 Jahren. Man hat im Vorfeld von diesen Manövern einige kritische Stimmen zum Ganzen gehört. Die Manöver werden immer grösser, hat es geheissen. Die Frage an den zuständigen Mann, den Korpskommandant Feldmann, ist die wachsende Grösse von solchen Manövern auch ein bisschen Prestige-Angelegenheit der Korpskommandanten? Nein, das ist es sicher nicht. Jedenfalls habe ich es nicht in dem Sinn aufgezogen. Ich muss sagen, die vielen Superlative, die man in der Zeitung gehört hat, wie die grössten Manöver aller Zeiten, haben mich wahrscheinlich am meisten geärgert. Und diese Superlative-Propaganda ist mir nicht sehr sympathisch. Warum haben die Manöver einen sonnigen Umfang? Der Grund ist ein einfacher. Es ist so, dass Manöver auf Gorstufe nur so alle 3 bis 4 Jahre stattfinden können, weil eben, man muss gegenseitig Rücksicht nehmen zwischen den verschiedenen Korps und weil auch Material in einer Größe beansprucht wird, wo nicht jedes Jahr jedem Korps zur Verfügung gestellt würde. Wenn man dann auf der anderen Seite schaut, dass die Kommandozeit der höheren Kommandanten grossenteils relativ kurz ist, dann muss man anstreben, in der Zeit, wo die Herren ein höheres Kommando führen, ihnen die Gelegenheit geben, einmal in einer so einer Übung dabei zu sein. Und darum habe ich mich entschlossen, die Manöver so anzulegen, dass 3 Divisionäre und ein Brigadier mit ihren Stäben echt üben können. Das ist der Grund. Wir haben vor kurzem die Brand- und Umweltkatastrophe in Basel erlebt. Auch Tschernobyl ist noch in schlechtester Erinnerung. Wäre es jetzt nicht sinnvoll, das Militär würde sich stärker auf solche Katastrophenszenarien vorbereiten, anstatt auf einen Krieg mit konventionellen Waffen? Es soll sich jeden auf das vorbereiten, wo er dazu bestimmt ist. Die Erkenntnis aus diesen Ereignissen ist, dass wir verschärfte und bessere Massnahmen treffen müssen, um das zu meistern. Aber aus dem, was wir hier erlebt haben, ist überhaupt nicht ein Hinweis ableitbar, der sagt, dass die Bedrohung, wenn wir in der Armee waren, abgenommen hat. Die ist da und die wäre noch grösser, wenn wir unsere Verteidigungsvorbereitungen zurücksetzen würden. Es ist ganz einfach. Wir sind vor neuen Aufgaben und das darf kein Anlass sein, die alten zu vernachlässigen. Musik auf Wunsch von Soldaten, das ist der Schluss der heutigen Sendung. 3 Soldaten, die in den Dreizack-Manöver engagiert sind. Der Kurt Felix ist zurzeit dort mit einer sogenannten Wunsch-Musikbox unterwegs. Und mit dem sozusagen Wunschkonzert beschließen wir die heutige Sendung. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen Morgen zur gleichen Zeit wieder dabei wären. Auf Wiedersehen. Liebe Zuschauer, wir machen jetzt Frühstücksfernsehen im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind mit unserer Wunschmusikbox in eine Notküche gekommen, in eine Tanti-Notküche, wie Sie sehen. Die ist relativ einfach eingerichtet mit 3 Kochtöpfen. Sie werden mit Benzingas betrieben. Aber da innen schmeckt es also wirklich herrlich. Es schmeckt nach Kaffee, wie man das eigentlich am Morgen am liebsten hat. Neben mir der Chefkoch oder der Küchenchef, wie man hier sagt, der Rolf Huber. Wie viele Leute tun Sie jetzt heute verpflegen? Heute verpflege ich 100 Mann rund. Wobei, das ist für 50. Und 50 haben wir schon früher gemacht. Und was gibt es noch zum Kaffee dazu? Es gibt zum Kaffee gibt's Butter und Konfitüren und Käse. Haben Sie auch noch eine andere Menü-Variante für den Morgen? Das haben wir, das ist der Gacko. Sie lachen so. Ich muss. Der Wehrmann jetzt nicht immer so gern. Hätte es nicht immer so gern. Aber er muss natürlich getrunken werden. Ja, sicher. Es sind relativ einfache Mittel, die Sie hier zur Verfügung haben. Dafür sehr fleissige Helfer. Ja. Haben Sie auch sonst mit der Gastronomie zu tun? Ja, das habe ich. Ich arbeite auf einem Treuhandbüro und Verwaltungsbüro für gastwirtschaftliche Betriebe in Basel. Jetzt, wenn ich Sie anschaue, fällt mir doch auf, dass Ihre Mütze ein bisschen komisch aussieht. So zum Kampfanzug ist die ordonnanzmässig. Ja, die ist ordonnanzmässig. Die wird abgegeben vom Zeug aus. Und hilft Ihnen natürlich da dazu. Ja, guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hasli TV wieder einmal live dabei.
Gesamtverteidigungsübung, Dreizack vom Feldarmeekorps 4, FAK 4 genannt, hat uns so stark gestochen, dass wir gefunden haben, wir müssen eine Einschaltsendereihe machen. Es läuft ja da bei uns im Gebiet ab. Und darum haben wir gefunden, wir scheuchen da keine Kosten und Mühe, scheuchen, um Ihnen täglich zu berichten, was gelaufen ist. Information ist ganz ein wichtiger Punkt, der in dieser Dreizackübung grossgeschrieben worden ist. Darum haben wir heute Abend im Studio live dabei einen Fachmann auf diesem Gebiet. Und zwar ist es der Informationschef vom Feldarmeekorps 4, der Oberst Jäcki. Guten Abend, Herr Jäcki. Ich sage Ihnen vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns vorbeigekommen sind. Zuerst, damit man einmal weiss, was ist eigentlich Ihre Aufgabe? Vielen Dank, Herr Wolbi, dass ich kommen durfte als Gast im Haslid TV. Meine Aufgabe ist im Grunde genommen dafür zu sorgen, dass die Öffentlichkeit im weitesten Sinn informiert wird über die Gesamtverteidigungsübung Dreizack. Wir haben auch Informationsgrundsätze herausgegeben an der Pressekonferenz, Sie erinnern sich. Wir halten dafür, dass wir Rechenschaftsablage betreiben gegenüber unseren Auftraggeber. Und unser Auftraggeber, das ist der Souverän, das ist das Volk, das sind wir selber. Wir wollen also angemessen vollständig, angemessen rasch und angemessen umfangreich über die Übung informieren. Also eine recht anspruchsvolle Aufgabe, wenn Sie mich fragen. Und ich glaube, auch sehr anspruchsvoll sind die Vorbereitungen, die auf die Übung eingegangen sind. Ich glaube, da sind 40'000 Mann zu organisieren und die ganze Planung, das macht man nicht von gestern auf heute. Können Sie uns darüber etwas berichten? Also so eine Gesamtverteidigungsübung wie die Übung Dreizack, die hat natürlich eine gewisse Vorgeschichte. Das kann man nicht von einem Tag auf den anderen machen, das braucht Vorbereitungen. Und da ist beispielsweise der Stab vom Feldarmeekorps 4, aber auch die zivilen Stäbe der zivilen Organisationen, die in der Übung sind, im Schnitt etwa während 2 Jahre damit beschäftigt gewesen. Jetzt, was heisst 2 Jahre? Wir machen wie alle Wehrmänner machen wir unseren Weg. Allerdings nicht einfach die 3 Wochen, sondern wir haben sogenannte Stabsarbeitswochen. Und in diesen Stabsarbeitswochen während 2 Jahre hat man die Übung geplant. Also man könnte jetzt eine schnelle Kopfrechnung machen. Die Zahl der Mitarbeiter in so einem Stab mal 2 Jahre, mal sagen wir mal zwischen 2 und 5 Wochen. Das, je nachdem, hat es einem so viel gebracht oder weniger gebracht, hat man an dieser Übung geschafft. Ich darf eins sagen, verglichen mit anderen Armeen, die nicht unser System haben, das Milizsystem haben, dürfen wir ein bisschen stolz sein, dass wir relativ rasch und speditiv so eine Übung vorbereiten können. Dort, wo Berufsarmeen am Werk sind, hat man manchmal eine gewisse Bewunderung, dass wir so eine Übung in so kurzer Zeit herbringen. Man darf natürlich eins ganz sicher nicht vergessen, Oberst Jäcki, und zwar glaube ich, dass Zivilbetriebe, Geschäfte, die Unternehmen, die die Kaderleute angestellt haben, dass die auch ganz einen massiven Beitrag leisten. Also ich glaube nicht, dass man alles im Militär und in der Militärzeit macht, sondern ich könnte mir vorstellen, dass man nur einen kleinen Teil dort macht und den grössten Teil macht man nachher im Betrieb und tut die Infrastruktur vom Betrieb brauchen. Ja, das sind so die heimlichen Helfer, würde ich sagen. Natürlich lebt davon unsere Milizarmee ganz besonders. Das sind also unzählige Betriebe, Unternehmen, die müssen zum Teil darauf verzichten, dass ihre Mitarbeiter voll da sind, sondern eben dazu haben, auf das Militär arbeiten. Und auch relativ häufig recht grosszügig sind, wenn es darum geht, um Kosten. Keine Leute, die wundern sich manchmal so vordienstlich, dass plötzlich Telefonrechnungen relativ massiv ansteigen. Ohne das, man könnte es.
wenn man Kontrollen führen würde, ohne dass dann das vom Bund verbietet wird. Weil es einfach gäbig ist und rasch ist und man macht es. Eine besondere Leistung ist es eigentlich für die sogenannten Freierwerbenden, die ja nun keine Lohnfortzahlung haben, die lediglich einen gewissen Lohn oder Erwerbsersatz Ausgleich bekommen. Aber sie können sich ausrechnen, sei das nun ein selbstständiger, nehmen wir einen Zahnarzt oder einen Doktor oder einen Jurist oder was da alles gibt, nicht wahr? Wenn der nicht an der Arbeit sein kann, dann nachher verdient er nichts. Und wenn man das würde also zusammenzählen, gibt's doch auch ein schönes Häppchen. Aber wir haben ja auch etwas davon. Persönliche Befriedigung. Man kann manchmal in einem Gebiet tätig sein, wo man sonst nicht so tätig ist. Das ist durchaus auch bereichend persönlich. Ich glaube, wir können vielleicht einmal den ersten Filmbericht einspielen, den das Hasli TV-Team für sie bereit gemacht hat. Zwar war das in der Nacht. Es ging um das Bahngrenztor in Thayingen. Und mehr, würde ich sagen, bringt der Filmbericht. Ich hoffe, die Regie hört es und tut uns den Filmbericht einspielen. Ausgangslage für die Phase 4. Der Gegner hat das schweizerische Territorium erreicht und die Gebiete nördlich des Rheines weitgehend besetzt. Gegnerische Luftlandeverbände behindern die Mobilmachung weiterer Truppen. Der Angreifer stößt nach Süden vor. Bis das aber so weit ist, wollen wir einmal schauen, was gegangen ist. Freitagabend, Thayingen, eine halbe Stunde nach Mitternacht. Es wird ein sogenanntes Bahngrenztor erstellt. Da sehen wir gerade, wie die Gleisungsplatte montiert wird. Der Zug muss in einen sogenannten Sack fahren. Damit er nicht durchbremsen kann, wird eine sogenannte Entgleisungsplatte verlegt. Der Sack ist unmittelbar an der Grenze, an der Schweizer Grenze. Da sehen wir den deutschen Zug mit der deutschen Lok einfahren. Scharfschützen tun von der Seite, von vorne und von hinten den Zug bewachen. Die Grenzwache macht Durchsuchungen und tatsächlich in diesem Zug hat es Militär. Einzel, jeder vortreten zu der Tür, hält das Knick und raustreten. Ein Wagen nach dem anderen wird durchkämmt. Franz, ich mache jetzt eine Grobkontrolle nach Soldaten. Soldat, aufstehen! Raus! Hallo! So. Hände im Nacken und hinten führen. Wir sind jetzt da fast kein Platz. Ja, die Kontrollarbeit für so einen Intercity-Zug nimmt gut und gern 2 Stunden in Anspruch. Zwischenzeitlich wird kontrolliert unter den Sitz in den Fächli, ob sich nicht irgendetwas versteckt hält. Militärpersonen werden genauestens untersucht nach irgendwelchen Waffen, Munition oder sonstigen militärischen Begleitstücken. Nur wer über die richtigen Papiere verfügt, genaue Angaben machen kann,
wird nachträglich dann mit der Pass- und Zollkontrolle durchgelassen. Auch Kranke, Invalide und Verwundete waren in diesem Zug. Zahlreiche Flüchtlinge hat man gefunden. Flüchtlinge und Zivilpersonen. Zivilpersonen vom In- und Ausland. Die Kontrollarbeiten haben einen Haufen Zeit in Anspruch genommen. Die Flüchtlinge dürfen jetzt das Bahnareal verlassen und warten auf einen sogenannten Amtsplatz auf den Abtransport ins Flüchtlingslager. Links und rechts von dem Bahnareal hat es Stacheldraht und eine Scharfschützengruppe, die den Ausgang genauestens bewachen. Auch wir wollen jetzt einmal einmal zu dem Flüchtlingslager schauen, wie es dort aussieht. Kurt Fangen, Sie sind der Lagerleiter hier von diesem Flüchtlingslager. Wie sind die Flüchtlinge hier übergekommen? Die sind aufgegriffen worden, zum Teil beim Versuch, über die grüne Grenze zu kommen. Zum Teil wollten sie ganz regulär an einem Grenzposten in die Schweiz einreisen. Und an der grünen Grenze sind sie aufgegriffen worden vom Militär, wo uns da rechte Dienst geleistet hat. Und wenn die an einem Grenzposten gewesen sind, haben wir Meldung bekommen von denen und haben dann müssen die Abholung und die Überbringung unseres Lager organisieren. Heinz Hunger, Sie sind Dienstführer und Lagerleiter, Stellvertreter. Wo werden die Flüchtlinge betreut und wie viel könnt ihr aufnehmen? Gibt es da Bestimmungen und Möglichkeiten? Die werden bei uns betreut im Hammenschulhaus. Und zwar ist die Unterkunft in der Turnhalle. Wir haben Platz geschaffen für 100 Liegestellen. Wir haben in dem Hammenschulhaus auch einen Aufenthaltsraum. Und was wir bis jetzt festgestellt haben, ist, dass die Flüchtlinge, die eingetroffen sind, sich recht wohl fühlen und gut bewegen. Was passiert im Fall von einem Atom- oder C-Alarm? Im Fall von einem Atom- und C-Alarm sind wir nicht in der Lage, die Flüchtlinge in Schutzräume unterzubringen, weil ganz einfach Kapazitäten dazu fehlen. Welche Probleme sind bei dieser Aufgabe jetzt aufgetaucht? Ich würde sagen, das Problem Nummer 1 wäre eigentlich die Übermittlung gewesen. Wir haben dort immer wieder gewisse Überlastungen festgestellt. Gewisse Leute, die man hätte erreichen sollen, waren nicht erreichbar gewesen im entscheidenden Moment. Im Weiteren vielleicht ein Problem wäre der Transport, der halt sich manchmal ein bisschen in die Länge gezogen hat. Vor allem, wenn wir haben müssen von hier aus Leute organisieren, die den Transport in unser Lager oder von unserem Lager weiter weg haben müssen durchführen. Wie hat die Organisation mit dem zivilen Führungsstab geklappt? Was wir von uns aus können beurteilen können, es dünkt uns nicht schlecht. Wir haben vor allem das Gefühl gehabt, an den Grenzen, von dem haben wir profitiert, von der Zusammenarbeit von der Armee. An den Grenzen haben sie uns einige Arbeit abgenommen. Wir haben auch sofort können, zum Beispiel militärische Flüchtlinge in den militärischen Behörden auch übergeben, sodass wir mit denen keine weiteren Probleme hatten. Wie es auf einer höheren Ebene allerdings funktioniert hat, das weiss ich nicht. Nebst den Flüchtlingen hat man sich auch müssen mit Sabotageakten beschäftigen. Am Freitag 13.05 hat ein Sabotagedrama in Herblingen stattgefunden. Die Zugskatastrophenübung Relief hat angefangen. Die Übungsstelle bei Herblingen beim Bahnhof hat verheerend ausgesehen.
Die Übungsleitung hat zwei Züge mit rund 70 Stundenkilometer aufeinander prallen lassen. Ein Passagierwagen ist völlig zertrümmert und andere stehen quer zu den Gleisen. Der SBB-Betriebsschutz ist vom GF-Betriebsschutz unterstützt worden und hat die ersten Massnahmen ergriffen. Hilfemassnahmen für die Verwundeten und Schwerstverletzten. Später sind auch die Luftschutztruppen zugestossen und haben wieder Ordnung gemacht. Es ist lang gegangen bis tief in die Nacht hier. Die Aufnahmen sind gegen morgen um 3 Uhr gemacht worden. Sabotageakt, Flüchtling. Das sind so ein Haufen Einwirkungen von außen. Zuerst gerade schnell einmal von außen. Nehmen Sie mich wunder, wer von außen hat sich eigentlich für unsere Dreizack-Übung interessiert? Von außen, wenn Sie meinen, außerhalb der Schweiz. Wir haben eine Gruppe, Presse, international. Der weiteste, der gekommen ist, ist aus Amerika gekommen. Mit dem Wall Street Journal. Und dann natürlich unsere Nachbarn, Österreich vor allem, Deutschland, Italien vertreten, Holland ist vertreten und Frankreich ist fast vertreten. Der Herr hat in letzter Minute wieder müssen, eine andere Aufgabe übernehmen. Dazu haben wir nebst Hasli TV, wo eine besondere Stellung hat, haben wir auch die SRG natürlich. Die Absendungen. Wir haben aber dazu das österreichische Fernsehen. Wir haben die ARD, die gekommen ist und sich interessiert. Und wir haben das ZDF. Also man kann sagen, eine relativ grosse Coverage, die wir hier erreichen. Also wäre eigentlich der Nebenzweck, den man eigentlich auch bei so einem Manöver versucht zu erreichen, ein bisschen PR für das Schweizer Militär zu machen im Ausland, dass wir nicht immer nur die sind mit dem Hansli, der jodeln kann. Aha, ja. Das ist wahrscheinlich erreicht. Ich würde sagen, ja, das ist sehr erreicht. Also, als ich mit dem Amerikaner beispielsweise umgegangen bin, aber auch mit den deutschen und italienischen Journalisten, habe ich festgestellt, dass die dann tatsächlich ein neues Armeebild bekommen haben von unserer Schweizer Armee. Und ich meine, wir müssen ja darauf nehmen wir Vertrauen, dass man weiss in der Welt, dass wir gewillt sind, den Eintrittspreis aufzuschrauben. Und zwar ganz wesentlich. Und es geht ja nicht nur um den Eintrittspreis allein, unsere Sicherheit. Ich glaube tatsächlich, dass ein neutrales Land wie unseres einen Stabilisierungsfaktor kann darstellen im Rahmen von der allgemeinen Friedenssicherung. Und da ist es wichtig, dass unsere Nachbarn und unsere Nachbarn rund um die Welt herum, heute gibt es nie mehr Nachbarn, nur einfach so, wissen, dass dem so ist. Aber das jetzt noch ganz kurz, abgeschweifterweise. Ja, wie ist denn die Reaktion? Hat man schon Reaktionen von der ausländischen Presse, die schon da war? Hat man schon geschrieben? Und sind schon irgendwelche Echo gekommen? Ist da schon etwas gegangen? Oder haben Sie schon Kenntnis davon? Nein, Drucks habe ich noch nie gesehen. Die sind gestern Abend eingetroffen, die schreibenden Journalisten. Mhm. Und heute Abend, glaube ich, ist irgendeiner noch eine Sendung im ZDF, wo mir gemeldet worden ist. Aber wir werden da sicher noch einiges sehen und hören. Und wir sind ja auch weiter dabei. Wie gesagt, vielleicht zur Information von Ihnen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind morgen am Morgen wieder am 6.30 Uhr. Also ganz genau am 6.27 Uhr sind wir dabei. Weil zuerst selbstverständlich unsere Ansagerin Lilo Augsburger sie wird am Morgen begrüßen. Vielleicht mit einem glatten Spruch. Und 6.30 Uhr gehen wir dann in die APF. Und das Abend wieder am 7. hier im Studio auf dem gleichen Kanal mit dem Tagesgeschehen. Wenn wir gerade beim Tagesgeschehen sind, darf ich vielleicht auf den nächsten Beitrag gehen. Und das ist das, was in der vergangenen Nacht passiert ist, nämlich die Truppenverschiebung mit der Eisenbahn. Etwas ganz Neues. Wir sind live dabei gewesen. Und diesen Film möchten wir doch jetzt einspielen. Ich hoffe, die Regie ist bereit.
Herr Oberstleutnant Gallmann, Sie sind der Chef vom Materialdienst von der Felddivision 6. Wir befinden uns hier auf dem Bahnhof Kloten. Was machen Sie da drauf? Ich schaue im Auftrag vom Divisionskommando, dass der Bahnverlad von diesen Fahrzeugen hier reibungslos funktioniert. Und ich tue, wenn irgendetwas Spezielles passiert, das sofort weitermelden. Wir wollen sicherstellen, dass die Aktion rund läuft. Hat die Aktion einen speziellen Namen? Sie sagen, die Fahrzeuge werden verladen. Werden die Militärfahrzeuge verladen, weil es den Straßenverkehr nicht mehr sollt, belastet, die Umwelt nicht, oder weil es billiger ist, mit der SBB zu fahren? Die Fahrzeuge werden verladen, weil das im taktischen Rahmen nötig ist für unseren nächsten Einsatz. Mehr kann ich dazu nicht sagen im Moment. Das heisst also, im anderen Fall wäre im Ernstfall, würde das ebenfalls passieren können, dass eine ganze Division oder Teil von einer Division verschoben werden per Bahn? Jawohl, das ist durchaus denkbar. Allerdings wären dann Vorzeichen ein bisschen umgekehrt. Wir hätten dann für den militärischen Verkehr Prioritäten vom Schienennetz und wir würden sehr viel kriegsmäßiger, also taktisch gesichert, verladen. Also es gäbe nicht die gleichen Bilder, wie wir jetzt gesehen haben. Wie viele Fahrzeuge werden verladen und welche sind die grössten und schwersten? Auf dem Bahnhof da verladen wir nur leichte Fahrzeuge. Und zwar sind es insgesamt 600 Fahrzeuge, die auf insgesamt 11 Züge transportiert werden. Und in wie viel Zeit sollte das verladen sein? Die Übung läuft über eine Zeitdauer von etwa 12 Stunden. Und was kostet die Übung? Ich nehme an, Sie müssen auch Billett lösen für Ihre Leute. Oder sind die extra Züge ganz geschartert oder gar gratis von der SBB? Die SBB macht nichts gratis, ich kann Ihnen aber die Kosten auch nicht sagen. Ist der Bahntransport nicht auch noch ein Beitrag zur Unfallgefahrsenkung, durch das, dass die nicht so viel selber fahren müssen, sondern jetzt etwa eine Stunde Ruhe bekommen? Das ist sicher so. Am Anfang der Manöver ist es immer gut, wenn man ausgeruht oder einen Teil der Zeit brauchen können, um zu ruhen, bevor man in den Einsatz gehen muss. Ihre Beurteilung der ersten Verladeübungen heute Abend hier? Die ersten Verladeübungen sind bis jetzt gut gegangen. Wir sind jetzt hier auf dem Eisenbahnwagen, neben mir vor Ihrer Haller. Wie sieht es aus? Die erste Woche ist vorbei, die zweite läuft da. Ja, bei uns ist schon die zweite vorbei. Wir sind jetzt am Start von der dritten, von der letzten Woche. Die ersten zwei Wochen waren relativ ruhig. Man hat immer ein bisschen etwas gehört. Es ist überall ein bisschen etwas, mal das KP ausgenommen worden, mal dort wieder etwas. Man hat immer ein bisschen verschärftere Lage gehabt. Sonst an und für sich bis jetzt einen normalen Weg gehabt. Minus eine Nachtübung, wo wir eigentlich schon ein bisschen im Drehzack hinein sind. Und angefangen hat es für uns am Freitag, am Morgen. Wie ist es mit der Verpflegung? Ja, bis jetzt haben wir noch kein Problem gehabt. Das heisst, bis jetzt in den ersten zwei Wochen. Wir haben allerdings gestern das erste Mal ein bisschen Probleme bekommen. Wir haben den Bataillonsmenüplan rausgegeben und würden dann für sich heute Nacht noch kriegsmässig fassen. Ein bisschen Kuhfleisch für ein Spot-off-Feu vom Morgen. Jetzt ist aber gestern der Befehl abgegeben worden, wir müssen für heute, also respektive für morgen Morgen und den ganzen Tag, für die Pflegung auf dem Markt geben. Küche und ich können 120 Notportionen abspitzen, also da hat uns schon bereits ein bisschen Probleme gegeben. Jetzt müssen wir halt weiter schauen, wie es geht. Ob wir heute Abend können, kriegsmässig fassen oder nicht. Sie haben also noch keine Ahnung, was läuft, wie es aussieht, wo Nein. Sie ankommen? Bis jetzt nicht, also wir wissen nur, heute Nacht irgendwann können wir noch kriegsmässig fassen. Wir kennen den Einsatzort noch nicht, wir wissen noch nicht, wo wir sind, wie viele Leute das wir haben. Ob nur unsere Kompanie Unterstellungen bekommen, ist also noch nicht bekannt. Verpflegung ist ein ganz wichtiger Punkt im Militär. Das mit dem Staat umfällt eigentlich die Moral. Wie ist die von der Truppe jetzt, heute? Ja, bis jetzt, heute denkt es mir noch gut. Also, wir haben relativ problemlos können verpflegen. Wir haben auch eine gute Küche, steht hinten ein bisschen im Hintergrund. Wir kochen also nicht schlecht und die Kompanie schätzt das auch. Ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Punkt. Und wenn man das ein bisschen vorausplanet, dann ist an einem für sich gut, wenn das alles stimmt. Und bis jetzt können wir sagen, es hat einigermaßen geklappt. Wir sind jetzt im Drehzack raus und da müssen wir vermutlich ein bisschen flexibel sein und mal noch etwas anderes requirieren, wie wir auf dem Menüplan hätten. Mal zu einem Bauern, mal irgendwo, wenn wir in einem Dörfli sind, in den Laden reinhalten, einen kurzfristigen Menüplan aufstellen. Da haben wir jetzt die Küche, der Hans-Uli Bieri. Küche auf dem Feld, bietet das gewisse Probleme? Ja, das gibt sicher Probleme, weil erstens müssen wir auf den Benzinvergaser kochen. Das gibt Probleme mit dem Geschirr abwaschen, weil
Wir kommen immer dreckige Kochkisten retour über, bis wir die abgewaschen haben. Wenn möglich haben wir noch kein Wasser im Feld draussen. Das gibt einfach immer Probleme. Oder? Das ist ganz klar. Ja. Wie viele Mal verpflegen Sie jetzt? Verpflegen? Wir verpflegen 122 Mal für die ganze Kompanie. Dann gibt es verschiedene Fassungen. Mal gehen die Dienen weg. Bis 3-4 Fassungen, die wir haben jetzt in den Manöver. Küche besteht aus wie viel Mann, wie viel helfen euch für die 120 Mann verpflegen? Also Küche sind 5 Mann im Ganzen. Ich habe 2 Kochgehilfen, ein HD-Kochgehilfe und einen normalen Füsilier. Und plus ich, der die verpflegt. Der Standort ist ja noch nicht bekannt. Haben Sie schon eine Ahnung, wo dass Sie heute Nacht werden kochen, für morgen Morgen einen feinen Gacko aufzustellen? Ja, morgen Morgen gibt es keinen feinen Gacko. Der Gacko wäre auf dem A. Die müssen dann selber kochen, ein bisschen Wasser rein, einen Feldflaschenbecher rein tun, mit dem Notkocher das wärmen. Und dann wird da ein bisschen Gacko trainiert. Also für uns gibt es gar nichts. Den ganzen Tag nicht. Planet für den ganzen Tag nicht? Jawohl. Also auch zum Mittag ist auf dem A? Ist alles auf dem A. Die Nacht ist auf dem A. Es gibt erst, vorausgesetzt, es geht am Dienstagmorgen das Frühstück. Es ist aber leider noch nicht Dienstag am Morgen, nämlich immer noch Sonntag zur Nacht, kurz vor Mitternacht, wo der ganze Konvoi mit einem nach dem anderen da in Schaffhausen ankommt. Wir haben den ganzen Konvoi verfolgt und schauen mal, wo es weitergeht. Ein Stück weit ist man durch die Stadt durchgefahren und manchmal hat sich gewundert, was da für ein privates Fahrzeug mitten in dem Konvoi von militärischen Lastwagen, Binzgauer, Mowag und so weiter mitfahrt. Es war das Hasli TV-Kamerateam, das mit einer oberinstanzlichen Spezialbewilligung hat dürfen für sie zum Berichterstatten mitfahren. Der ganze Konvoi hat sich später taktisch verschlauft im Gebiet von Schleitheim, aufteilt in verschiedene Regionen und dort oben Unterkunft und Deckung bezogen. Woher kommen wir? Wir kommen von Dallenwil, mit dem Zug verschoben auf Schaffhausen, sind da hochgefahren, wir haben vom Feldweibel den Platz zugewiesen bekommen, um schnell Tee und Bouillon bereit zu machen, damit wenn die Mannschaft kommt, dass wir die schnell zwischenverpflegen können. Ist das die einzige Verpflegung, die sie jetzt heute gibt für die Truppen? Ja, wir haben heute Morgen, als wir ausgerückt sind, haben wir Notriemen verpasst, also abgegeben. Und das ist jetzt das einzige Warme, das eben von uns kommt. Wobei, sie haben Notkocher auf dem Mann. Wenn sie etwas machen wollen, können sie es selber, oder? Was gibt es morgen? Also, morgen haben wir jetzt abgegeben, das haben sie auf dem Mann. Am Mittag gibt es ein Büchs, Winzragout, das sie mit dem Notkocher selber erwärmen. Und zu Abend geben wir eine heisse Suppe mit Würstchen und Brot ab, die wir dann wieder zubereitet tun. Wir haben da kein Problem mit der Verpflegung, mit dem Nachschub. Klappt das? Bis jetzt noch nicht, nein. Das gut. Kommt dann noch aus. Hoffen wir es. Ich wünsche euch weiterhin guten Dienst. Danke vielmals. Truppenverschiebung in dieser Art mit der Eisenbahn, ich glaube, das ist nicht ganz alltäglich und ist ein Novum. Wie ist die Organisation gemacht worden? Hat das die SBB gemacht oder wie sieht das aus? Ja, also an sich, die Truppenverschiebung mit der Eisenbahn, so wie es jetzt durchgeführt wurde, ist wirklich in diesem Umfang bisher fast einmalig. Auf der anderen Seite muss man wissen, es gibt einen Militäreisenbahndienst und es gibt in jeder grossen Heereseinheit, und insbesondere in einem Korpsstab, gibt es einen Eisenbahnoffizier. Und der Eisenbahnoffizier stellt die Verbindung her zwischen den Truppen auf der einen Seite und einem Militäreisenbahndienst, das heisst der SBB, auf der anderen Seite. Beispielsweise ist der oberste Chef des Militäreisenbahndienstes gleichzeitig Generaldirektor Marketing, lustigerweise, von der SBB, nämlich der oberste Krippa. Und das war natürlich eine grosse Planungsarbeit auf der Eisenbahnseite. Also Grössenordnung 60 Züge zur Verschiebung von einer ganzen Division in einem relativ kurzen Zeitabschnitt aus den verschiedensten Gegenden von der Schweiz, vom Jura, im,
im Berner Mittelland umeinander, bis in die Gegend vom Napf und ins Glarnerland hinter und so weiter, der Zürcher Gebiet, Chur-Schweiz etc., ja. Hat das müssen koordiniert werden, zwischen den fahrplanmässigen Zügen durchgefädelt werden, damit eine ganze Heereseinheit in sehr kurzer Zeit mit einem, ich darf sagen, sehr umweltschonenden Art und Weise hat können verschoben werden. Das war eine gewaltige Leistung vom Militäreisenbahndienst, aber auch von den Truppen. Denn die mussten nämlich dann dort sein, wo eben der Zug auch dort war. Und das nochmal alles zusammen zu fädeln, wenn sie nur am Sonntag spazieren mit der Familie, bis alle zu Weg sind, oder? Als Vergleich, ist vielleicht ein bisschen gewagt. Das ist ein guter Vergleich, doch. Meistens muss man ja immer auf eins warten, bist immer noch nicht fertig. Ja. Da sind sie ja alle zusammen von der gesamten, man kann, von der gesamten Schweiz, wie sie jetzt so gesagt haben, mit Ausnahme von der Welschen und von der Tessiner, könnte man sagen, alle an einem Punkt. Nämlich auf das Schaffhausen-Neuhausen dort. Das richtig. Ist alles sternförmig zusammengekommen. Richtig. Und ich musste staunen, wie echt reibungslos das gegangen ist. Das ist am Schnürli gelaufen. Ich bin also ganz überrascht gewesen. Wobei... Es war kein Puff gewesen, Schaffhausen, mit Fahrzeugen, die nicht gewusst haben, wo hin. Schwupp, die sind einfach weg gewesen. Ja, vielleicht haben sie das eben nicht gerade gesehen. Und nicht gewusst haben, wo sie her müssen. Weil, es ist natürlich so, eine Übung von dieser Grösse hat natürlich auch ihre Friktionen. Und an diesen Friktionen wiederum lernt man ja. Oder? Also, und sollten wir, was Gott behüte, je dran kommen, nicht? Dann wären die Friktionen unendlich viel grösser. Aber eben, insgesamt haben wir auch Freude gehabt. Oh, in der Übungsleitung. Sie haben gerade vorhin gesagt, dass wir das nie brauchen. Ich hoffe es nicht. Aber wir sind jetzt gleich einmal dabei gewesen, wo der Angriff geplant worden ist, nämlich heute, ist das gegangen mit der Rhein-Übersetzung. Und was wir dort erlebt haben, das sehen wir im nächsten Filmbericht. Bitte schön, Regie. Was machen Sie hier am Rhein? Wir haben jetzt den Auftrag gehabt, eine leichte Fähren erstellen, wo wir Fahrzeuge bis zu 3 Tonnen übersetzen können. Ihr seid ja gestern Abend hierher gekommen. Was habt ihr in der Nacht gemacht? Wir haben gestern Abend haben wir verladen in Acht und sind mit dem Zug bis auf Schaffhausen gekommen. Wir waren ungefähr am 1 in Schaffhausen, gewesen, haben dann abgeladen und sind dann nachher zuerst in einen Bereitschaftsraum gegangen. Und dann von dort aus haben wir dann rekognosziert. Dann die Übersetzaktion hat dann so ausgesehen, dass ein erster Zug ein Schlauchboot ausgerüstet hat und 100 Infanteristen lautlos über den Rhein hineingesetzt hat. Und in der zweiten Phase, das war dann ungefähr anderthalb Stunden später, gewesen, hat man dann mit Schiebeboot hat man dann nochmal 100 Leute übersetzt. Und jetzt sind wir eigentlich in der dritten Phase, wo die leichten Fahrzeuge kommen. Heute Morgen ist das Markierfeuer geschossen worden, ihr seid neutralisiert worden. Hat das einen bestimmten Zusammenhang mit den Aktivitäten vom Vormittag oder von der Nacht? Ja, das ist richtig. Wir sind erkannt worden und sind dann in ein Artilleriefeuer reingekommen und wir sind jetzt für eine ganze Stunde neutralisiert. Major Arnold, wieso haben die Leute den Helm abgezogen, mitten im Krieg? Es sind eigentlich drei Faktoren, wieso dass ich jetzt veranlasst habe, dass die für eine Stunde neutralisiert sind. Einerseits sind es die Flügerangriffe, die hier parallel, wo man jetzt auch gehört, über den Rhein stattgefunden haben. Das Zweite ist, dass sowohl bei der Einschiffungsstelle wie auch hier beim Auslad ein Minenwerferfeuer, das vorbereitet ist und auch eingeschossen war, draufgelegen ist von dem Bataillon, das hier verteidigt. Und als Drittes, das auch nicht bemerkt worden ist, das ist das Werk, das rund etwa hier 250 Meter weiter oben auf dieser Seite des Rheins, wo der ganze Bereich rechts begrenzt, das Ufer da hinten, links begrenzt, die Anhöhe da, kann bestreichen mit MG-Feuer, ohne dass da die Ponton das bemerkt haben. Die sind nach wie vor intakt, die Werke, und haben die Übersetzaktion können stören oder sogar, wenn man da sehen würde, die sicher außer Gefecht setzen. Wie lange sind die Leute jetzt außer Gefecht? Aus übungstechnischen Gründen müssen wir die eine Stunde neutralisieren. Nachher geht es wieder normal weiter.
Wer kann das anordnen? Das sind wir, Schiedsrichter, wir sind ja ganz Ägypten hier, auch Einheitskommandanten, die diese Truppen wieder ins Gefecht eigentlich entlassen. Zu welcher Gattung gehören ihr? Wir gehören zu der Pontonia. Wir sind von der Pontonia Kompanie 328. Jetzt untergeordnet der Pontonia Kompanie 128. Wie sind ihr heute Nacht aufgekommen? Wir sind von Art Goldau auf Bahn verladen worden und die Nacht durchgefahren auf Schaffhausen. Auf Schaffhausen. Und was erwartet ihr heute noch da? Ja, eigentlich nicht mehr viel. Das können wir dann einfach mal warten und dann werden wir ein paar Leute übersetzen. Aber es wird für uns nicht einen grossen Auftrag geben. Weil wir werden sicher bald abgelöst durch unsere Einheit oder aber aufgebaut oder so. Und wann wird das etwa so weit sein? Ja, wir haben jetzt kürzlich Artilleriebeschuss gehabt, sind eine Stunde neutralisiert worden. Die ist demnächst am Ablaufen und nachher kann der Fährbetrieb wieder aufgenommen werden. Jetzt zu dieser Fähre, wie viel mag die Fähre tragen? Die Fähre die mag 3 Tonnen tragen. So wie man sie jetzt gebaut hat. Ja. Man kann die Fähre auch bauen, indem man einfach das mittlere Boot weglässt. Und dann hat sie 2 Tonnen. Was tun wir darauf transportieren vorwiegend? Ja, wir können im Maximum 30 Personen transportieren drauf. Und das grösste Fahrzeug, das es ist, das ist ein Sanitätsbinskauer. Jetzt vorhin sind wir mit einem Jeep über die Rhein gekommen. Ist das das kleinste Fahrzeug, das wir oder transportieren? Ja, selbstverständlich können wir auch noch kleinere Sachen transportieren. Wir sind ja gegen aber nicht limitiert, nur gegen rauf. Wenn wir Haflinger zum Beispiel transportieren, dann können wir 2 miteinander. Wie ist es mit den Schnellbooten? Weiter unten sind ja Schnellboote, die im Einsatz sind. Warum werden die so eingesetzt? Mit den Schnellbooten, also wir sagen, diese Schiebeboote, die werden ja eigentlich gebraucht, um Brückenelemente, die aufgerüstet werden, einzuschieben, dass es dann eine einheitliche oder eine Brücke gibt. Es ist so, wir haben an diesen Schiebebooten 105 PS Motoren und wir sind natürlich mit denen sehr schnell. Wir bringen hier also auf dem Wasser fast eine Geschwindigkeit von 60 km pro Stunde an. Und da sind wir natürlich nur ganz im kurzen Moment eigentlich auf dem Wasser, nachdem das Schiff beladen worden ist. Wenn man so sieht, wie die Haflinge da so über die Wiesen hineinfräsen, dann kommt einem das Wort Landschaden in den Sinn. Der Oberst Heuss gibt uns dazu Auskunft. Also meine Aufgabe ist hauptsächlich Goodwill zu arbeiten bei der Bevölkerung. Und zwar Landschäden passieren, wo die Truppen ist, überall können passieren. Wir sind zwar bemüht, möglichst wenig zu machen, aber wenn etwas passiert, sind wir da, um die Schadenfälle möglichst elegant zu behandeln. Wird das nicht teilweise noch für andere Zwecke missbraucht, dass man Landschäden anmeldet, um das neue Rosengärtchen zu verbessern? Wir hoffen es nicht. Ist das schon vorgekommen? Möglicherweise, also mir selber ist nicht bekannt. Was tut die Armee einrechnen in Landschadenkosten im Jahr oder für die Manöver jetzt? Ja, genau bin ich nicht im Bild. Wir hoffen einfach, dass es möglichst wenig kostet. Wie kommt man zu dieser Aufgabe? Ja, ich bin ehemaliger Kommandant vom Genieregiment. Und weil ja die Genietruppen zum Teil die Landschäden beheben, hat man gefunden, es ist eine gute Aufgabe für mich. Besten Dank. Was halten Sie von der Übung 13? Bis jetzt ist es eine sehr interessante Übung, obwohl es natürlich ein paar Unannehmlichkeiten gab. Dass wir zum Beispiel gestern auch bloß ein kurzes Wochenende gehabt oder schon um 9 Uhr müssen einrücken. Wäre das jetzt auch ein Kriegsfall, wird das auch so im Kriegsfall durchgespielt, wie wir es jetzt machen? Ich würde sagen, schon, ja. Einzig, dass man vielleicht im Kriegsfall dann eben wirklich auf die Sicherung noch ein bisschen mehr die Wert auflegen. Sind ihr oder eure Leute gut informiert, was rund um euch geht, warum ihr das alles machen müsst? Im Moment schon noch, ja. Wie könnt ihr euch informieren? Ja, ich meine, wir kommen ja die Informationen kommen wir ja über vom Kompaniekommandanten und dann haben wir ja weiter in dieser Übung noch die Möglichkeit, dass wir über das Telefon 125 uns können informieren und die Informationen, die wir haben, geben wir natürlich in den Leuten weiter. Es ist sehr wichtig, dass die gut informiert sind, weil wenn sie wissen, um was das geht, dann ist auch der Einsatz größer. Habt ihr auch Zeitungen? Könnt ihr die auch konsultieren? Also der 13 kommt InfoSwiss? Das ist richtig, die Zeitung die haben wir auch. Es ist bis jetzt, glaube ich, einmal ist sie rausgekommen. Nur die Wehrmänner oder die Offiziere? Die geben wir natürlich weiter, die Leute haben die auch. Könnt ihr auch Radio hören und Fernsehen schauen?
Ja, Fernsehen schauen ist natürlich nicht gut möglich im WK. Radio hören hat zum Teil Leute, die einen kleinen Taschenradio hier haben und die sind dann natürlich schon informiert. Es gibt ja kleine tragbare Fernsehgeräte, wenn man das auch denkt. Ja, sicher könnte man es machen, aber ich meine, wir haben ja ein gefechtsmäßiges Verhalten und dann können wir sicher nicht irgendwo im Feld draussen einfach das, den Fernseher einrichten und alle drumherum sind und praktisch Stuben einrichten im Feld draussen. Das wäre ja mal etwas anderes. Ja. Dankeschön. Ja. Können Sie sich das vorstellen, Campingstühle, so auf dem Feld aus, ein Feuerchen machen und dort vor dem Fernseher sitzen und schauen, wie das Militär abläuft? Ja, also Hasli TV macht es ja möglich, oder? Mal eine so sagen. Man könnte sich das schlecht vorstellen, aber wir machen ja das Ganze, damit wir sonst immer können. Mhm. Im Garten sitzen auf dem Campingstühle und da sein, manchmal auch geniessen. Aber natürlich, in einem Manöver ist das dann weniger drin. Wir haben ja hier in diesem kleinen Filmbericht eigentlich den Angriff zeigen. Der Angriff ist einfach nicht gekommen. Ja, der Angriff ist nicht gekommen. Und zwar ist der Angriff nicht gekommen, weil eben der Verteidiger so gut war. Die Tatsache ist, dass es außerordentlich schwer war, für die angreifende Division südlich vom Rhein Brückenköpfe zu bilden. Die Grenztruppe, die Grenzbrigade, die dort in diesem Raum eingesetzt ist, die hat sich sehr gut verteidigt. Und der angreifende Gegner ist nicht für sich gekommen. Jetzt, in dem Moment, wo wir hier reden, dürfte der Brückenkopf südlich Martalen einigermaßen angefangen, einigermaßen ausbauen sein. Wie das es bei Hemishofen oben aussieht, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe gehofft, ich könnte es mitbringen, aber ich konnte es nicht mitbringen. Das wäre das, was im gegenwärtigen Stand zu sagen ist. Die mechanisierte Division hat gut mobilisiert. Sie hat allerdings eine schwierige Lage getroffen, indem es ein ganzes Luftlanderegiment sozusagen im Weichteil der Mobilmachung niedergegangen ist. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass die Aufregung und die Überraschung momentan recht gross war. Sie hat sich aber sehr rasch hat sie sich können darauf einrichten auf die neue Situation und hat sehr rasch auch bereits Truppen gehabt, die sie können einsetzen konnte, um die Luftlandung zu bekämpfen. Aber Stärke, wir haben mit der Information angefangen und ich möchte gleich nochmal mit der Information aufhören. Sie haben dort die Zeitung, das ist die von heute, der Dreizack. Ja. Ich habe mal gehört, dass die Tageszeitung eigentlich sollte in der Region da unten auch an unsere Zuschauer verteilt werden. Hat es da noch immer geklemmt? Ja. Oder ist das falsch gewesen? Nein, das ist die andere Zeitung. Der Dreizack, das ist unsere sozusagen die Hauszeitung von der Truppenübung bzw. Gesamtverteidigungsübung. Die wird verteilt an alle, die in der Übung selber betroffen, selber mitmachen, also zivil und militär. Und das, was Sie jetzt angesprochen haben, das ist die Zeitung InfoSwiss, die rausgegeben wird von der Abteilung Presse und Funkspruch. Und die sollte in der Tat weit herum verteilt werden. Und ganz sicher hat das Niederhasli, das Oberhasli, das Neppenhasli und in ihrem ganzen Einzugsgebiet, das ja geht bis Bülach, Dielsdorf und was weiß ich, schade nicht noch weiter herum. Müssen wir mal schauen. Aber ich sage das, die Leute von der APF, ich hätte jetzt nicht wollen sagen, die Kollegen von der APF, weil das sind zwei getrennte Organisationen, wie Sie wissen, und werden darauf aufmerksam machen, dass das Niederhasli offenbar die InfoSwiss nicht verteilt worden ist. Nein, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es noch auf anderen Orten ist. Sie haben vorhin unser Gebiet angesprochen, Oberste Ecke. Sie sind ja damals daheim gsi. Sie haben mit verschiedenen Leuten, die hier in der Gegend sind, sind sie in die Schule gegangen. Und ich habe Ihnen noch zum Abschluss eine ganz kleine Überraschung mitgebracht, die ich Ihnen zeigen möchte, am Bildschirm, auch als Abschluss für unsere Zuschauer. Aber Stärke, ich möchte Ihnen recht herzlich danken, dass Sie gekommen sind. Ich wünsche Ihnen und allen ihren Männern
Helfer, Helferinnen und was auch alles. Wir haben auch Frauen, ist. MFD. Darum, Helferinnen. Noch weiterhin gut Glück für die Übung. Wir werden voraussichtlich am Donnerstag in der regulären Sendung eine Zusammenfassung bringen, einen Rückblick, wie ist es gewesen und was ist gut gewesen und was ist schlecht gewesen. Nochmal vielen herzlichen Dank. Guten Morgen miteinander. Auch heute darf ich Sie wieder zu einer Sondersendung im Rahmen von der Gesamtverteidigungsübung Dreizack herzlich begrüßen. Die Abteilung Press- und Funkspruch APF strahlt auch jetzt wieder um 6:30 ihre Sendung InfoSwiss aus, die wir direkt übernehmen werden. Am Abend um 7 Uhr können Sie auf unserem Kanal 54 dann den Tagesbericht sehen, wo das Hasli TV Team im Manövergebiet heute zusammengestellt hat. Die Abteilung Press- und Funkspruch APF ist ein Instrument vom Bundesrat zur Beschaffung und Verbreitung von Informationen für den Fall, dass die zivilen Medien diese Aufgabe nicht mehr erfüllen könnten. Im Rahmen des Manöver Dreizack führt die APF darum ihre Übung InfoSwiss durch. Wir möchten Sie darum einladen, in ein paar Augenblicken eine weitere Sendung zu verfolgen. Guten Morgen. Das, liebe Zuschauer, war der Peter Kreidel, ein Bäck aus Bern, der für Sie schon einige Bleche voll wunderschöne Gipfel in den Ofen geschoben hat. Auch ich wünsche Ihnen einen sehr schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Frühstücksmagazin von der APF. Es ist jetzt genau 6:31 Uhr. Im Zivilleben wären wir jetzt wahrscheinlich noch im Bett, aber wir sind, wie Sie sehen, im Militärdienst und seit dem 4 Uhr schon auf der Beine, um Ihnen ein buntes Frühstücksmagazin zu servieren. Wir, das sind Journalisten und Techniker von der APF, der Abteilung Presse und Funkspruch. Jetzt wollen Sie natürlich sicher wissen, was heute Nacht passiert ist. Wir schalten deshalb um nach Bern zum Heiner Hug zu den Nachrichten. Bitte, Heiner, was steht im Mittelpunkt? Da sind die Nachrichten im Mittelpunkt, Staatsattentat in Paris gestern Abend um 8 Uhr. Von den Tätern, die gestern Abend in Paris den Generaldirektor des staatlichen französischen Automobilkonzerns Renault erschossen hatten, fehlt jede Spur. Die Polizei erklärte, höchstwahrscheinlich handelt es sich um ein Attentat der linken Terrororganisation Action Directe. Generaldirektor Georges Pess war nahe seiner Wohnung im 14. Pariser Arrondissement von einem fahrenden Auto heraus erschossen worden. Der 58-jährige Bess hatte sich auf dem Heimweg befunden. Bei den Tätern handelte es sich laut Zeugenaussagen um einen jungen Mann und eine junge Frau. Sie gaben 4 oder 6 Schüsse ab. Bess war vor knapp 2 Jahren von der sozialistischen Regierung als neuer Renault-Chef eingesetzt worden. Er sollte den kränkelnden Renault-Konzern sanieren. Vatikanstadt. Papst Johannes Paul ist zu seiner bisher längsten Auslandreise gestartet, 50.000 Kilometer in knapp 2 Wochen. Die Reise bringt ihn unter anderem nach Bangladesch, nach Australien und nach Neuseeland. Was macht das Wetter, Jörg Kachelmann? Es wird langsam besser. Der Regen hört auf in den Alpen. Die Bewölkung löst sich langsam aber sicher auf und die Sonne setzt sich durch. Wir kommen im Laufe der Sendung noch mal ein bisschen ausführlicher aufs Wetter zurück. Da ist noch eine interessante Meldung eingetroffen. In Spanien ist am Sonntag eine Art ein Roulette gespielt worden. Und zwar haben 299.400 junge Spanier daran teilgenommen. Das grosse Los bei dem Roulette war, wer nicht muss in die Armee. Rund ein Drittel der Spanier haben das grosse Los gezogen. Sie müssen nicht einrücken, die anderen müssen gehen. Bei uns ist das zum Glück nicht der Fall. Da müssen alle gehen. Und im Moment sind, wie Sie wissen, 40.000 Wehrmänner im Einsatz an der Gesamtverteidigungsübung Dreizack. Auch sie ist natürlich gestern in eine entscheidende Phase getreten. Der rote Find, ja, wer denn sonst, hat wieder mal angegriffen. Er ist zuerst mit Luftlandetruppen hinter die blaue Linie gegangen und hat in der Nacht auch die blaue Linie vorne durchbrochen. Es hat spektakuläre Bilder gegeben, Brand in Winterthur, Übersetz über den Rhein und so weiter. Von der Dreizack-Front berichtet jetzt unser Reporter Christian Ledergerber. Und die Front ist gerade da vor unserem improvisierten Studio im Moment. Auch bei uns sieht es ein bisschen kriegerisch aus. Obwohl wir eigentlich nicht umkämpft sind, sind wir doch ein bisschen umstritten. Und wir werden darum
gerade von einem ganzen Zug Infanteristen hier bewacht. Es geht natürlich nicht immer überall so ernst zu, in den Manöver 3-Zack oder so locker, vielleicht besser gesagt, wie jetzt hier bei uns, wo man auch noch Kaffee bekommt an der Bar. Das ist natürlich keine Bar, sondern das ist ein Wachstand, der hier vor unserem Studio aufgebaut ist. Manöver 3-Zack, der Otto C. Honecker hat es vorher gesagt, sind gestern lanciert worden. Es war allgemeine Kriegsmobilmachung. Und wie dieser Krieg aussieht, sagt Ihnen jetzt Alfred Fetscherin. Der Krieg ist in vollem Gang. Das Ziel vom Find über den Rhein und Vormarsch bis an Thur. Auf Schweizer Seite herrscht Alarmstufe 1. Die Truppen, da eine Kompanie vom Panzerregiment 3, beziehen ihre Stellungen. Mann! Gott sei Dank haben wir jetzt nur ein Manöver und nicht der Ernstfall. Was ich von euch aber erwarte, ist, dass ihr euch genau so verhaltet, wie wenn es Ernstfall wäre. Auch der Ernstfall kann seine angenehmen Seiten haben. Hundertprozentig ernst ist es aber im Find. Die roten Truppen, rund 4'000 Mann, haben unsere nördliche Landesgrenze gestern im Morgengrauen überschritten. Die Übersetzaktion über den Rhein bis Schaffhausen zeigt eine gründliche Vorbereitung. Alles war da gewesen. Von der Schwimmweste über leichte, aber überraschend stabile Kunststoffboote bis zu 105 PS starken Aussenbordmotoren, die durch Lärmschutzkappen relativ leislich laufen. Im Verlauf des gestrigen Tages ist es der roten Truppe gelungen, südlich vom Rhein und vom Bodensee 3 Brückenköpfe zu richten. Die Mobilmachung von der mechanisierten Division 11 ist trotz gegnerischen Flügerangriff planmässig verlaufen. Eins von ihren Panzerbataillon hat einen erfolgreichen Angriff gestartet und bei Winterberg einen Stützpunkt errichtet. Unsere Panzerfahrer haben bewiesen, dass sie ihre schweren Fahrzeuge sofort im Griff haben, auch wenn sie erst am Morgen eingeguckt sind. Millimeterarbeit, auch die Zusammenarbeit mit der Zivilbevölkerung, hat auf Anhieb geklappt. Herr Wittmer, Sie sind Betriebsleiter in dieser Firma. Haben Sie etwa solche Panzer bei Ihnen stationiert? Das ist etwa das dritte oder vierte Mal, dass die Einheit hier bei uns zu Gast ist. Und wie wirkt sich das auf den Betrieb aus? Das wirkt sich nicht gross aus. Wir wissen das in der Regel 4-5 Wochen vorher und können uns dann mit auch ein paar grossen Möbel, die wir da rausnehmen, ein bisschen richten auf das. Und Ihre Leute, die hier arbeiten, die haben sich da gewöhnt? Die haben sich da gewöhnt. Die wissen, was sie tun müssen, wenn das wieder bevorsteht. Gewöhnt als Militär hat man sich in den meisten Betrieben, vor allem auch auf dem Land. Für viele Bauernkinder gehören Soldaten auf dem Hof schon fast zum Alltag. Auch aus wirtschaftlichen Gründen sieht das Militär auf manchen Betrieb nicht ungern. Eben von ihr hat ja bei Ihnen einige Sachen gepostet. Was war das genau? Er hat Äpfel und Milch. Äpfel und Milch? Ja. Eben der Rest müssen wir halt damals auf der Abteilung besorgen, sonst könnten wir ihn schon noch mehr abkaufen. Über das Wochenende, die Lastwagen, haben Sie nicht gestartet? Nein, das ist gut gegangen. Sie sind da hinter der Schule gestanden. Und Soldaten selber, Stacheldraht? Das ist gut gegangen. Sie sind freundlich, sie haben immer weggeräumt, wenn wir mal durchkommen. Ja. Gelegentlich hört man auch kritische Töne. Vor allem dort, wo die Armee einen Hof praktisch mit Beschlag beneidet und die tägliche Arbeit darunter leidet. Oder wenn es mit der Ordnung nicht ganz klappt. Was haben Sie für Erfahrungen mit dem Militär gemacht? Ja, an und für sich mit den Soldaten gute, aber die Offiziere haben sich einfach nicht daran halten, was wir abgemacht haben, oder? Und auch in der Jury haben sie einfach Notportionen etc. Das ist einfach alles die leere Packung hinter das Zeug gehalten worden und keine Ordnung gemacht worden, nichts, oder? Darum hätten sie es jetzt lieber nicht mehr? Darum habe ich gesagt, in die Jury kommt niemand mehr, oder? Wenn ihr nicht Ordnung haben könnt. Ich habe es schon zweimal drin gehabt und das erste Mal ist einigermaßen gegangen und mit ein paar Ausnahmen. Darum habe ich gesagt, haben ein bisschen mehr Ordnung und dann ist das einfach nicht gemacht worden, oder? Und der Landschaden ist zahlt worden? Nein, ist nie etwas zahlt worden, oder? So schlechte Erfahrungen mit der Armee sind erfreulicherweise Ausnahmen. Im Allgemeinen hört man wenig Klagen. Im Gegenteil, gerade in der gegenwärtigen engen Zusammenarbeit zwischen Militär und Zivilbevölkerung erleben unsere Soldaten immer wieder, wie positiv der weitaus grösste Teil der Bevölkerung der militärischen Landesverteidigung gegenüber eingestellt ist.
wenn es tatsächlich zum Krieg müsste kommen, dann wäre natürlich vor allem die Zivilbevölkerung davon betroffen. Dann ist vor allem auch der Zivilschutz zuständig, um die Bevölkerung zu schützen. Ich habe gestern am Beispiel von Winterthur stattgefunden, konnte beobachten, wie der Zivilschutz schafft. Wenn es zum Krieg mit einem anderen Land kommt, dann werden auch wir bombardiert. Genau das hat man bei dieser Übung angenommen. Das Altgaswerk von Winterthur hat sich als Übungsobjekt fast aufgedrängt. Rund 70 Mann vom Zivilschutz Winterthur sind zum Löschen und vor allem zum Lebenretten aufgeboten worden. Das Ziel dieser Übung war es, die Verwundeten aus dem Gebäude herauszuholen. Das bedeutet, dass nicht das ganze Feuer gelöscht werden muss. Gelöscht wird nur, bis die Verwundeten gerettet werden können. Was in diesem Zusammenhang sicher auch wichtig ist, der Zivilschutz ist nur ein Teil der Gesamtverteidigung, wo an dieser Übung Dreizack geübt wird. Klappen muss das auf kantonaler Ebene. Im Kanton Zürich sind im Moment über 4'000 Zivilschützer aufgebaut. Üben muss man jetzt, wenn man im Kriegsfall helfen will. Ja, und dass Helfen gar nicht so einfach ist, sieht man an solchen Übungen immer wieder. In dem Fall, wo wir dabei waren, hat der Zivilschutz die Lage unter Kontrolle gebracht. Es haben 32 gestellte Verletzte müssen gerettet werden aus zwei Häusern, die total zerstört worden sind und aus einem, der zum Teil zerstört war. Hätte es der Zivilschutz nicht geschafft, hätte er Hilfe beim Militär können anfordern, wofür das die Luftschutztruppe hat. Alles in allem ist es gut gegangen, wie wir auch von der Übungsleitung gehört haben, es gäbe organisatorisch noch einiges zu verbessern. Ja, und fürs Verbessern übt man ja schließlich auch. Wir melden uns morgen wieder dann mit einem Bericht, was um die Manöver Dreizack herum sonst noch läuft. Es geht dann um PR, am Beispiel von dieser Uhr hier. Die Armee hat 20'000 Stück von denen angeschafft und will die jetzt auch verscherbeln. Aber mehr davon morgen. Mich gibt es zurück zum Otto C. Honecker. Morgen, meine Damen und Herren, das heisst natürlich wieder am 6.30 Uhr, also früh bei unserem Frühstücksfernsehen. Jetzt ist gerade mal Zeit, um einen kleinen Kaffee zu nehmen. Und Sie sehen, ich mache das mit etwas ganz Exklusivem. Das ist nämlich die neue Feldflasche Modell 84. Nun, die Feldflasche Modell 84 ist natürlich noch nicht in Betrieb. Sie kommt erst 1988 oder 89 in Truppeneinsatz. Immerhin, das Exemplar hat 10 Jahre Entwicklungsarbeit hinter sich. Das ist eine grosse Leistung. Und sie ersetzt die alte Feldflasche, das ist ein Vorkriegsmodell, aus dem Jahr 1932. Es hat Probleme gegeben, nämlich mit der Korkzapfenbeschaffung. Immerhin, man hat nicht einfach eine neue Feldflasche eingeführt, man hat dazu noch ein Evaluationsverfahren gemacht und hat auch andere Feldflaschen getestet, zum Beispiel die amerikanische. Die habe ich hier in der Hand, aber Sie sehen, sie ist viel zu weich für die Schweizer Armee, kommt nicht in Frage. Das Evaluationsverfahren hat eine Kleinigkeit gekostet, nämlich 15'000 Franken, aber das ist ein Pappenstil, denn mit dieser neuen Feldflasche kann man die Hälfte der Kosten sparen. Sie kostet nur noch 7 Franken, die alte hat 14 Franken gekostet. Sie hat einen weiteren Vorteil, in ihr hat nämlich 8 Deziliter Platz und nicht mehr nur einen halben Liter wie bei der alten. Und Sie werden es nicht glauben, unsere diensthabende Kaffeebohne heute Morgen hat auch die 3 zusätzlichen Deziliter noch geschafft. Ein bisschen dünn geworden, aber immerhin. Und Presse, meine Damen und Herren, ganz ohne Ärger geht es nicht. Die größte Westschweizer Tageszeitung, die Lausanne 24, boykottiert die Militärübung Dreizack und vor allem boykottiert sie die Informationsübung InfoSwiss2. Der Grund ist der, dass EMD, das Eidgenössische Militärdepartement, sowie das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement haben der 24 eine Reportage über die Gesamtverteidigungsübung verweigert. So die Chefredaktion des Blattes. Werfen wir nun einen Blick auf den Aufmacher von 24 von heute früh. Der Mordanschlag auf Renault-Chef Georges Bess. 24 schreibt, zwei junge Terroristen haben die Regierung Chirac frech herausgefordert, als sie gestern Abend einen Familienvater mit 5 Kindern niedergeschossen haben.
Mit einem regionalen Thema von weitreichender Bedeutung befassen sich die beiden größten Zeitungen der Bundeshauptstadt, also der Berner Bund und die Berner Zeitung. Denn im Berner Kantonsparlament stehen heiße Fragen zur Debatte. Ausstieg aus der Kernenergie, Verzicht auf das Kernkraftwerk Graben, Stilllegung von Mühleberg. Beim Berner Ausstieg, so der Bund, fallen heute die Entscheide. Und die Berner Zeitung beschreibt vorausschauend die politischen Fronten in dieser heißen Debatte. Die Linke, die Grünen und die NA möchten den Ausstieg aus der Kernenergie vorbereiten und als ersten konkreten Schritt auf das Kernkraftwerkprojekt Graben verzichten. Das stößt auf den Widerstand von SVP, FDP und CVP, die über die absolute Mehrheit verfügen. Liebe Zuschauer, wir sind unterwegs im Manövergebiet vom FAK 4, nämlich mit unserer mobilen Wunschmusikbox. Und wir haben uns einen Wehrmann rausgegriffen, irgendeinen, der jetzt an dieser Übung teilnimmt. Das ist der Rudi Meier. In welcher Einheit sind Sie? Ich bin in der Luftschutzstabskompanie 24 und schiebe da wach. Ja, und ich muss sagen, wachschieben ist etwas wenig Spektakuläres. Was müssen Sie da bewachen? Ich bewache da den Bataillonskommandoposten. Wie lange sind Sie jetzt die Nacht schon da gestanden an dem Posten? Also jetzt stehe ich gerade gut 2 Stunden da. Und in welchem Intervall müssen Sie jetzt das machen? Das muss ich machen in 3 Stunden Intervall ungefähr. Wie halten Sie sich denn wach? Ja, jetzt halten einem die Kälte wach. Und ja, Tag durch muss man sich etwa in den Hintern klüben. Ja, ich glaube, Sie sind nicht der Einzige, der so gehen kann. Ich meine, wenn man so wach schiebt, dann kann man auch an die Familie denken. Haben Sie mit Ihrer Frau Kontakt jetzt schon gehabt während dieser Manöver? Nein, nur telepathisch, telefonisch nicht. Was sind Sie so ein schlechter Ehemann? Nein, man darf nicht telefonieren. Sie dürfen nicht telefonieren? Nein. Mit der eigenen Frau nicht? Nein. Verboten? Ja. Ja, umso besser, dann können Sie jetzt einen musikalischen Gruß weiterleiten. Ihren Bekannten, Ihren Verwandten, vor allem natürlich Ihrer Frau. Wir haben schon vorne können miteinander einen Titel auslesen. Es ist einer von den Modern Talking. Und jetzt würde ich sagen, grüßen Sie, wer Sie wollen. Ich grüße all die, die so früh am Morgen Fernsehen schauen und wünsche Ihnen einen schönen Tag. Dem möchte ich mich gerne anschliessen. Nun, Herr Meier, gehen wir also zu unserer fahrbaren Wunschmusikbox. So, und jetzt wünsche ich Ihnen und allen Zuschauern viel Vergnügen mit dem Modern Talking und dem Morgen. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Einschaltsendung vom Hasli TV zum Thema Gesamtverteidigungsübung 3ZAK. Heute Abend haben wir 2 Gäste aus dem Bereich Zivilschutz bei uns. Denn eine der Hauptaufgaben von dieser Gesamtverteidigungsübung ist auch die Zusammenarbeit zwischen militärischen und zivilen Stellen. Der Herr Matthias Mehr aus Höri und der Herr Walter Fehr aus Glattfelden sind beide Übungsleiter und Zivilschutzinstruktoren. Sie sind heute mit ihrer Aufgabe fertig geworden, hat man gehört. Sie wirkt auch schon ganz wesentlich erleichtert. Ich glaube, es ist einiges auf euch zukommt. Wir werden in dieser Sendung noch einiges dazu sehen. Vielleicht einmal eine Frage zuerst zur Einleitung des Ganzen. Wie ist der Zivilschutz eigentlich gegliedert? Man hört in letzter Zeit so viel davon. Gutes und Kritisches, etwa gleichermaßen. Wie sieht der Zivilschutz bei uns in der Schweiz aus? Herr Mehr, bitte. Die Gliederung ist abhängig sicher mal von den Gemeindestrukturen her. Es wird also jede Gemeinde abhängig von ihrer Größe maßgeschneidert. Organisiert. An oberster Stelle jeder Gemeinde im Zivilschutz ist ein Ortschef, der von der Gemeindebehörde gewählt wird. Und er hat ein Führungsmittel, eine Führungsstruktur in seiner Hand, die abhängig ist von der Gemeindegrösse. Das sind seine engsten Mitarbeiter, seine Dienstchefs, Fachberater. Und je nach Grösse der Gemeinde ist eine Anzahl Dienste, Stabsdienste drin, wo die Führung in der Ortsleitung ermöglicht. Das ist Nachrichtendienst, Übermittlungsdienst, der AC-Schutzdienst. Dann eine Anzahl Einsatzdienste, die auch wieder abhängig ist von der Gemeindegrösse. Das ist der Pionier- und Brandschutzdienst. In grösseren Gemeinden Sicherungsdienst, Überwachungsdienst und noch Mehrzweckgruppen, die eine kleinere Art von Feuerwehr sind. Und dann der ganze Bereich Logistik. Das ist Sanität, ist Versorgung, ist Transportwesen, ist Materialdienst. Wie gesagt, immer maßgeschneidert auf Gemeindegrösse. Und im Ganzen wird noch der Betrieb Rechnung getragen, indem grössere Betriebe, die auch eine wirtschaftliche Bedeutung im Ernstfall haben, eine eigene, kleinere Zivilschutzorganisation, eine sogenannte Betriebsschutzorganisation,
in den Betrieb integriert haben. Herr Fehr, als Laie müsste ich Sie jetzt fragen, ist das so kompliziert, wie das tönt hat? Das mag für Laie oder Außenstehende recht kompliziert tönen, ist aber, wenn man es von militärischen Strukturen vergleicht, zu vergleichen. Also man musste einfach das Zeug so gliedern, dass es führbar wird. Und dem Ortschef, der doch eine rechte Verantwortung hat, es geht ja primär um Schutz der Bevölkerung, nachher um Retten und Betreuung, das sind seine drei Hauptaufgaben, muss man ihm auch die Mittel geben, um das zu bewältigen. Und wenn Sie dann in dem Alter sind, wo Sie dann auch mal dürfen mitmachen dürfen, werden Sie sehen, dass das nicht so schlimm ist. Wir haben natürlich heute auch wieder einmal ein bisschen umeinander geschaut. Eine Equipe vom Hasli TV war den ganzen Tag unterwegs gewesen, hat ein bisschen gefilmt. Wie man das so schön sagt, die sind zwar alle ziemlich müde heute Abend schon, es gibt vielleicht auch wieder einen Nachteinsatz. Wir können jetzt zum ersten Mal schnell einen Film anschauen vom Autobrand, der heute in Höring war und wie der Zivilschutz darauf reagiert hat. Die zivilen Führungsstäbe und Schutzorganisationen stehen in Zusammenarbeit mit der Armee im Einsatz. Entscheidend für die Gesamtverteidigung ist der rasche Übergang von der zivilen Verwaltungsorganisation in eine kriegsmäßige Organisation der zivilen Verteidigung. Dabei ist es besonders wichtig, dass dieser Übergang situationsgerecht, das heißt der Bedrohung entsprechend, vor sich geht. Ferner ist es von ganz besonderer Bedeutung, dass während dieses Übergangs die vertikale Verbindung auf den drei Ebenen Bund, Kanton, Gemeinde jederzeit erhalten bleibt. Und dass parallel dazu die horizontale Verbindung zu den militärischen Instanzen wieder auf allen Ebenen aufgebaut wird. Dabei wird wohl die alte Regelgültigkeit haben, die wir in der zivilen Verwaltung immer aussprechen. Information ist die Hälfte der Führung. Und ich glaube, in kriegsmäßigen Verhältnissen ist Information nach mehr als die Hälfte der Voraussetzung jeden Erfolgs. Dabei müssen wir uns immer klar sein, Information ist nicht nur die Schuld des Oberen, den Unteren zu informieren. Information ist auch die Schuld des Unteren, allenfalls Informationen zu holen, wenn der Obere sie nicht bringt. Man spricht von einer Bringschuld und einer Holschuld. Das gilt auch für die horizontale Ebene, Armee, Zivil. Beide müssen bestrebt sein, den anderen zu informieren und dem anderen Lösungsvorschläge zu unterbreiten. Als Übungsleiter lege ich auf diesen Informationsfluss in allen Phasen des Wechsels einen ganz besonderen Wert. Und ob der Informationsfluss funktioniert, das haben wir gesehen. Da am Beispiel von heute Morgen. In Höri ist ein Autounfall passiert. Ein Auto brennt und der Fahrer liegt schwer verletzt am Rand der Strasse. Ist die Zivilschutzorganisation so schnell und hat das geklappt? Wie Sie hier sehen, sind bereits die ersten Helfer, Samariter auf dem Platz erschienen und pflegen ordnungsgemäß den Verletzten. Die erste Hilfe wird gesetzt. Währenddessen das Auto jedoch freudig weiterbrennt. Was passiert im Folgenden? Menschen retten ist wichtig, darum zuerst die erste Hilfe. Die wird ordnungsgemäß gemacht und der Verletzte wird auf Bahre da. Währenddessen mit kritischen Blicken die Übungsleitung bereits den ersten Einsatz bewertet und unter Umständen auch kritisiert.
Die sanitäre Hilfsstelle ist in der Nähe. Darum wird der erste Verletzte abtransportiert, währenddessen das Fahrzeug freudig weiterbrennt. Es ist ja ohnehin futsch. Das hat soweit geklappt. Die Zivilschutzorganisation hat richtig gehandelt und ist richtig eingesetzt worden. Hören wir doch einmal einen Funkspruch zu. Die Leute vom Zivilschutz von Höri sind ausgerückt und retten jetzt retten und die Verletzten bergen. Fertig von der Meldung. Ich habe verstanden, ein schwerer Verkehrsunfall in Höri, die Strasse gesperrt, drei Verletzte. Der Zivilschutz Höri ist am Retten und Bergen. Antworten? Jawohl, das wär's. Fertig? Halt, nicht fertig, warte noch geschwind. Das ist mein Auto von Bülach, Ich habe nicht verstanden. Ein Tanklöschfahrzeug ist angefordert worden vom Zivilschutz Höri, es rückt supponiert aus. Ja, es ist so, Höri hat eben kein Tankfahrzeug, oder? Und darum haben die das angefordert. Ist gut, wir haben das verstanden. Gut, Schluss. Danke. Man kann feststellen, dass ein Punkt da wunderbar funktioniert hat, nämlich diese horizontale Informationsaustausch, wo ein Ziel war vom Regierungsrat Ernst Rüst, der zivile Übungsleiter. Man hat mit den Mitteln gelöscht, die zur Verfügung gestanden sind. Trotzdem hat man das Richtige genommen, die Schaumlöscher. Bald ist auch der Brand gelöscht worden und man hat ihn können im Team gemeinsam miteinander besprechen. Ja, zuerst einmal möchte ich mich entschuldigen für die kleine Bildstörung, die am Anfang des Films zu sehen war. Wir können nichts dafür, das Bildmaterial, das Einleitende, das ist uns vom Armeefilmdienst leider so zur Verfügung gestellt worden. Aber das ist ja nicht so schlimm. Herr Mehr, wir haben im Film nachher einen Einsatz gesehen, den Sie heute zu bewältigen hatten. Sie haben ein paar Bilder gesehen. Wie beurteilen Sie den Ablauf von dieser Übung? Gut, ich möchte vielleicht zuerst vorausschicken, ich habe ihn selber nicht zu bewältigen gehabt. Ich durfte ihn beurteilen. Wir müssen hier sicher vorausschicken, die Situation der Bevölkerung, wo der Unfall stattgefunden hat, ist die Bevölkerung in den Übungen immer noch in den Schutzräumen gewesen. Der Schutzraumbezug war nach wie vor durchgeführt gewesen. Der Stellenwert von dem Autounfall, bezogen jetzt aufs Auto, wie es im Bericht bereits herausgekommen ist, ist für den Zivilschutz selber nicht sehr gross gewesen. Dass wir gewisse Probleme hatten mit dem Ereignis, hat man, glaube ich, aus dem Funkverkehr entnehmen können. Das TLF wäre jetzt supponiert ausgerückt. Die Gemeinde Höri hat im Bereich Feuerwehrwesen ganz spezielle Probleme, die sehr gut zum Ausdruck gekommen sind an dieser Übung. Es ist kein Bicke vorhanden, heute in der Friedensfeuerwehr. Die Feuerwehr hat keinen Atemschutz. Demzufolge ist es nicht sehr gut möglich für den Zivilschutz, solche Probleme zu bewältigen. Denn heute in Friedenszeiten, außerhalb dieser Übung, würde für so ein Ereignis das Bicke von Bülach kommen. Und wir haben am gestrigen Tag in der Übung die Feuerwehr von Höri bereits dreimal im Einsatz gehabt. Und wir haben darum entschieden, innerhalb der Übung, wir lassen die Feuerwehr heute nicht mehr nochmal ausrücken. Denn immer Übungseinsätze auf der zivilen Seite ermüden natürlich eine Feuerwehr auch. Und die Gefahr ist gross, dass wenn wirklich ein Ernstfall-Einsatz kommt, ein ziviles Ereignis, dass man dann vielleicht auch denkt, ja, es ist in diesem Bereich Dreizack, darum haben wir hier organisatorisch Streit, es muss mit Zivilschutzmitteln bewältigt werden. Und da sieht man jetzt einfach die Problematik, der Zivilschutz ist nicht ausgerüstet mit Schaum, er ist nicht ausgerüstet mit Atemschutz, er ist nicht ausgerüstet mit chemischen Löschmitteln oder Staub, was ihm diese Situation natürlich sehr stark erschwert hat. Aber wie das Problem angepackt worden ist zeitlich, und wie man sich vor allem beholfen hat, indem man bei zivilen Firmen in der Nähe Handfeuerlöscher holen ist und mit denen das Problem bewältigt hat, hat gezeigt, dass die Organisation absolut in der Lage ist, auch so eine Situation, die nicht in ihren Bereich gehört, unbedingt zu meistern. Aber ich glaube, man muss doch klarstellen, dass primär der Personenschutz das Wichtigste ist. Man hat auch gesehen, die Personen sind sehr schnell weg gewesen. Was mit dem Auto, eingeschränkter Verkehr, Ausbrennen und so weiter passiert. Das ist sekundär, aber man hat auch in der zweiten Phase das Problem dann noch gelöst.
das war ein Autobrand, angenommen, der Brand ist eine Nummer grösser. Wie stellt sich dann die Problemsituation? Ist dann der Zivilschutz ebenfalls in der Lage, das Problem in den Griff zu kriegen? Man hat es gesehen bei dem Auto, es war sehr gut improvisiert. Wenn aber der Brand eine Nummer grösser ist oder wenn es ein Grossbrand ist, ich glaube, dann wird das Problem auch eine Nummer grösser. Das ist ganz sicher so. Wie wir sehen müssen, es müssen dann auch andere Geräte zum Einsatz kommen. Man braucht für einen Brand, ich nehme an, Sie denken vor allem an einen Brand von einem Gebäude, wo Personen drin sind, richtig, Schutzraum. Ja. Dort können wir natürlich vor allem mit dem Löschmittel Wasser vorgehen, wo wir sehr, sehr gute Ausrüstungen haben im Zivilschutz. Man übernimmt das Material von der Friedensfeuerwehr noch, Schlauchmaterial, Motorspritzen, Tanklöschfahrzeug, das kommt dazu. Und die Problemstellung ist natürlich dann in so einem Ernstfall auch ein bisschen anders, als sie heute eine Friedensfeuerwehr hat. Die Bevölkerung ist ja im Schutzraum untergebracht. Sie kann es dort eine längere Zeit aushalten. 4-5 Stunden ist das ohne weiteres möglich mit der Hitzestrahlung, mit der Ventilation, die man hat, die man ausschalten kann mit der Luftreserve, ist das sicher machbar. Und in dieser Zeit ist es auch für eine Zivilschutzorganisation ohne weiteres möglich, einen grösseren Brand in den Griff zu bekommen. Insbesondere auch, da wir über die zivilen Leitungsorganisationen vom Bezirk, das ist eine übergeordnete Führungsstufe, weitere Mittel kann anfordern können aus Nachbargemeinden, von Nachbar-Zivilschutzorganisationen, die einem da tatkräftig unterstützen können. Ein anderes Problem, es ist vielleicht im Moment gerade ein bisschen ein Reizwort, heisst Chemieunfall. In Dielsdorf hat es heute im Rahmen dieser Übung einen Chemieunfall gegeben und Sasli TV war natürlich wieder mit dabei gewesen. Dielsdorf, unter Führung Wendalerstrasse. Ein Chemieunfall. Ein Tankwagen mit Anhänger hat einen Unfall gebaut. Die giftige Flüssigkeit läuft aus. Läuft am Strassenrand durch ab. Über das Gefäll, über die Strasse zur nächsten Tolle. Wir sind hier auf dem Schadenplatz Dielsdorf. Neben mir steht Walter Gerber. Was ist passiert und was wird unternommen oder ist unternommen worden in der Zwischenzeit? Wir haben hier einen Unfall. Das ist ein Tankzug mit Anhänger, der Leichtbenzin geladen hat. Das ist die UN-Nummer 331203. Es ist Leichtbenzin ausgelaufen, ist in die Entwässerungsschächte hineingegangen und worauf der ZGO aufgeboten worden ist, den Schadenfall in dem Sinn zu lokalisieren. Über den Ablauf kann ich Ihnen Folgendes sagen. Die Meldung ist in die ZGO hineingekommen und die sind sofort an kantonalen respektive am Bezirksführungsstab gelangt für überörtliche Hilfe. Der cheftechnische Dienst, der ist 9:04, also 4 Minuten rund, nachdem die Meldung reingekommen ist, hat er sofort die Kläranlage avisiert. Er hat den Zivilschutz versucht zu mobilisieren, hat die Kantonspolizei orientiert und hat dem Mordchef den Auftrag gegeben, mit allen Mitteln, die vorhanden sind, einzusetzen. Er hat weiterhin die Bezirksschutzorganisation von der Firma MAG aufgeboten und hat auch die SBB orientiert. Obendurch haben wir ja die SBB-Linie wegen der Explosionsgefahr. Um 9:30 war dann der Zivilschutz auf dem Platz gewesen, hat angefangen, die Schächte abdichten, hat mit Ölbinder geschaut, alles aufzunehmen, was er irgendwie konnte, ist jetzt, wie wir es hier sehen, in Bereitschaft, für allfällig bei Brandausbruch sofort zu löschen. Und weiterhin sollte jetzt das weitergehen über die Kläranlage, also dass es keine Gewässerverschmutzung gibt und der Schadenfall so kann behoben werden. Wie ist die Regie mit dem Übungsablauf zufrieden? Gemacht worden ist eigentlich alles in der Ordnung. Es ist einfach ein bisschen lang gegangen, bis die Leute auf dem Platz waren. Und für die Leute, die es nicht wissen, was heisst ZGO? ZGO heisst Gemeindeführungsorganisation. Das ist also, jede Gemeinde hat eine Führungsorganisation, wo meistens sind Gemeinderäte und Gradschreiber etc. und auch Fachleute sind in dieser Organisation drin, die eben Schadenlagen
im eigenen Dorf oder im eigenen Städtchen müssen, beheben und die ganze Organisation unter sich haben. Besten Dank, Herr Gerber, und weiterhin noch alles Gute während der Übung Dreizack. Danke vielmals. Also auslaufende Chemikalien sind das Problem, das vom Zivilschutz bewältigt werden muss. Man hat in einer anderen Region in der Schweiz gesehen, dass das rechte Problem kann geben kann. Wie ist der Zivilschutz ausgerüstet im Fall eines Chemieunfalls? Wenn nur etwas ausläuft, ich sage jetzt nur in Anführungszeichen, weiss ja anfänglich nicht jedermann gerade, was das ist. Man hat auf dem Camion gesehen, es hat eine Nummer drauf, aber so eine Nummer sagt einem Normalbürger nichts. Können Sie da noch einmal nachschauen? Wissen Sie, um was es sich handelt, wenn noch einmal etwas Chemisches ausläuft? Mit der Übernahme von der Friedensfeuerwehrausrüstung hat es im BG-Fahrzeug 1 oder 2 ein Register, wo man nachschauen kann, um was es sich handelt. Und ebenfalls hat es die wichtigen Anordnungen, wie man vorgehen muss, zum Löschen. Wir haben den ähnlichen Unfall einen Tag vorher durchgespielt in Glattfelden. Dort hat dann ein Spike eingegriffen und da sieht man jetzt den wesentlichen Unterschied. Man sollte bei so Tankunfällen den sogenannten dreifachen Brandschutz aufbauen. Im Bild haben wir nur dreifache, also Wasser gesehen. Hat also gefehlt, Staub und Schaumlöscher. Im Weiteren haben wir verfolgen, dass im Zivilschutz die Ölwehr selber nicht ausgebildet wird, es sei denn im Sicherungsdienst. So dass die Leute nicht recht gewusst haben, wie man einen Schachtdeckel richtig abdichten. Man hat zwei Varianten gesehen, wovon die zweite fast richtig wäre. Wenn der Plastik noch unten gewesen wäre, hätte das überhaupt nicht funktioniert. Der Zivilschutz müsste mit sehr grossen Problemen rechnen, wenn wir im Ernstfall mit Chemieunfällen grossen Ausmaßen müssten rechnen. Und zwar das grosse Handicap, das wir haben, wenn wir müssen mit Atemschutzgerät den Einsatz machen, hätten wir nichts. Wir hätten also unsere Schutzmasken, aber die schützen nicht gegen alles. Und wir müssen Kreislaufgerät oder Atemschutzgerät haben. Dort ist man aber dran, das Problem näher zu bearbeiten. Ich weiss, dass im Kanton Zürich eine Kommission tätig ist, wo die Ausbildung, Übernahme, Friedensfeuerwehrmaterial und Sicherstellung vom Atemschutz abgeklärt wird, wie man das könnte im Positiven für die Bevölkerung bewältigen. Dann müssen wir also sagen, auch ihr als Zivilschutzinstruktoren müsst feststellen, es ist vieles noch nicht so befriedigend, wie es eigentlich sein sollte. Kann man das aus dem ableiten? Im Bereich Chemiewehr ganz sicher. Aber ich glaube, wir haben jetzt gerade auch an dem grossen Chemieunfall in Basel gesehen, dass auch die zivilen Organisationen natürlich und teilweise Berufsorganisationen grosse Probleme haben, solche Ereignisse zu bewältigen. Man muss aber sicher auch berücksichtigen, aus der Sicht Zivilschutz, dass die Fülle und die Häufung von Transport von gefährlichen Gütern, Chemikalien, Treibstoff usw. in der Situation, wo der Zivilschutz ja hauptsächlich zum Tragen kommt, nämlich kriegerisches Ereignis, Ernstfall, ganz stark eingeschränkt wird. Wir haben natürlich auch nicht den grossen Verkehr wie heute. Die Probleme werden sicher ein bisschen kleiner, aber das Problem der Ausbildung ist natürlich etwas, das ganz ernsthaft an die Hand genommen werden muss. Heute, in Friedenszeiten, anlässlich der Übungen und erst recht und sehr gezielt natürlich, wenn so ein Ernstfall mal auf uns zukommen, dass wir in die Lage kommen, das eben eins zu eins in einem Ernstfall zu bewältigen, dann wird man die Zeit, die kurze Zeit, die man zur Verfügung hat, erst recht müssen ausnutzen und probieren, diese Probleme, auch diese Probleme noch in den Griff zu bekommen. Sie haben jetzt den kriegerischen Ernstfall angesprochen, den zivilen Ernstfall von einer zivilen Katastrophe. Wie viel kann ein Zivilschutz da dazu beitragen? Dort sind wir generell zu langsam. Also wenn man meinte, heute, wie es in Basel ein paar Mal getönt hat, der Zivilschutz hätte eigentlich sofort und schnell eingreifen müssen, dann muss man das mit unserem Aufgebotssystem anschauen.
Man müsste jeden Einzelnen entweder telefonisch aufrufen oder mit einem anderen Aufgebotssystem auf die Beine stellen. Unsere Anlagen sind nicht betriebsbereit, das Material müsste bereitgestellt werden. Also wir sind höchstens in heutigen Situationen da, um in zweiter Linie helfen aufräumen. Aber die ersten Massnahmen, dort sind die zivilen Organisationen wie Feuerwehr, Polizei, sogar Samariterverein, wesentlich effizienter und schneller als der Zivilschutz. Das also eine Zwischenbilanz nach der Dreizackübung vom Zivilschutz. Wir haben jetzt ein Interview für Sie parat mit dem Herrn Jakob Menzi. Er ist Stadtpräsident von Bülach und Stabschef von der ZGO. Der Leo Volpi unterhält sich mit ihm. Wir sind hier im Bunker vom zivilen Führungsorgan. Neben mir der Stadtpräsident von Bülach. Er ist ja gleichzeitig der Stabschef vom ZGO. Besten Dank, dass wir stören so zumindest im Abschlussbesprechungen, die wir hier haben. Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit dem zivilen Bezirksführungsstab? Die Zusammenarbeit mit dem zivilen Bezirksführungsstab ist für uns eine dringende Notwendigkeit. Wir müssen können zählen auf die Verbindung. Wir sind auf Direktinformation von der Stabstelle, die vom ganzen Bezirk Meldungen einbekommt und wo wir auch Meldungen weitergeben müssen, direkt angewiesen und haben eine direkte Verbindung zu dem Bezirksführungsstab. Hat die geklappt? Die hat geklappt, bis auch der Draht verschnitten worden ist, aber wir haben einen guten Kurierdienst aufgebaut. Wie war die Zusammenarbeit mit dem Militär und der Stadtverwaltung? Die Stadtverwaltung, das ist kein Problem. Wir sind ja da Teil, auch unsere Mitarbeiter sind von der Stadtverwaltung. Es ist unsere Aufgabe, dass das weiter läuft, auch mit der Zivilbevölkerung, wie auch die Verwaltung, das hat auch müssen da durchgespielt werden. Das dringende Anliegen ist von uns, wie auch vom Militär, und das hat die Übung gezeigt, dass das Militär wie wir den Kontakt jederzeit gesucht haben. Vor allem auch, wenn es ja um Massnahmen geht, dass man angewiesen ist aufeinander, dann ist die Information das A und das O. Die Arbeitsorganisation vom Zivilschutz, wie sieht es da aus? Die Arbeitsorganisation, der Herr Böhni als Chef, als Ortschef nebendran, die klappen tipptopp. Es hat vor allem ist er der, der am meisten Arbeit hatte. Es ist nur bis zu ihm gegangen. Er hat seine Leute nicht im Einsatz gehabt. Also ist der Allrunder, der die Arbeiten für seine Mannschaft auf dem Papier erledigt hat. Also er war die Wandel- und die Schreibmaschine, die also die Aufträge eingenommen hat und die Aufträge auf dem Papier hat müssen erledigen. Es hat gezeigt, dass, wenn es so ist, wenn er es auf dem Papier erledigt hat, dass er natürlich eine Mannschaft im Hintergrund hat, wo er kann in jedes Ressort die Aufgabe übernehmen und vollziehen. Denn wir basieren ja auf dem Grundaufbau vom Zivilschutz. Wir sind nur lebensfähig, wenn wir ja delegieren können und die Arbeiten auch eben den entsprechenden Ressort zuteilen. Wie sind Sie mit den Arbeiten vom Zivilschutz selber zufrieden? Mit den Arbeiten vom Zivilschutz ist mir nicht neu. Wir kennen den Zivilschutz auf dem Platz Büri. Ich habe das auch in den Vorbesprechungen kennengelernt im Vergleich mit anderen Gemeinden, wo man ja das auch im Gemeindepräsidentenebene miteinander verglichen hat. Habe ich dort schon festgestellt, dass wir zu Büli einen recht hohen Stand haben von unserer zivilen Organisation. Also unser Zivilschutz ist auf einem recht hohen Stand. Vom Chef angefangen bis zum kleinsten Mitarbeiter dort. Hört man gern. Wie sind Schlussfolgerungen? Wir sind am Ende von dieser Übung Dreizack. Also die Schlussfolgerungen, wir sind relativ ein junger Gemeindeführung. Stab jetzt drin, wo neue Mitglieder dabei sind. Wir sind mit einem gewissen Neugier, Unbehagen, Ungewissheit in die Übung eingegangen. Und es war für uns auch eine Übung, die uns konnte zeigen, sind wir deren Aufgabe gewachsen. Vor allem geht es ja auch darum, dass wir einfach sehen müssen, wir müssen die Aufgabe als Exekutive müssen wir so oder so wahrnehmen. Wir haben da die Möglichkeit, das zu üben. Und es ist auch schön gesagt worden, vorhin in der Vorbesprechung von den Organisatoren her, dass das ein Turngerät sein soll, wo man lernen kann, daran und turnen oder improvisieren kann man nur, wenn Turngeräte zur Verfügung stehen. Oder improvisieren kann man nur, wenn ein gewisser Aufbau gemacht ist. Und der Aufbau, den haben wir können also feststellen, dass der gegeben ist da auf dem Platz Büri.
Wir haben uns können verlassen, dass auf die Verwaltungsangestellten mit den Vorarbeiten, auf den Zivilschutz, dass wir dort haben können aufbauen und dass wir dort gewisse Genugtuung haben, dass wir also den Ernstfall, so hoffen wir, können entgegnen und können unsere Massnahmen ergreifen. Es ist für uns aber auch ein Lehrplatz, wo wir das eine und das andere sicher noch ein bisschen in der Schluss, in der Lagebesprechung gewisse Verbesserungen anzunehmen. Und wir haben uns jetzt vertieft mit unserer Aufgabe, die wir hier wahrnehmen, auch mal konfrontieren und auch zusammenarbeiten. Untereinander haben wir jetzt testen und ich finde das gut. Zusammenfassend, es hat sich gelohnt. Hoffen wir, dass wir das nie müssen, aktiv in einer Meisterschaft einsetzen. Besten Dank, Jakob Menzi. Wir haben zwischenzeitlich da natürlich ein bisschen weiter diskutiert, weil wir haben offenbar eine heisse Saison angeschnitten. Herr Mehr, ich glaube, Sie möchten noch ein paar Erläuterungen dazugeben zum Thema Zivilschutz in zivilen Einsätzen. Ich möchte für das Thema von der Katastrophe, was Sie vorher von dem Bericht angesprochen haben, noch mal aufgreifen. Wir haben verschiedene Beispiele in letzter Zeit, wo grössere Katastrophen in der Schweiz nachgesucht haben. Ich denke an den Feldsturz in Brünig. Ich denke an unser Gebiet Raum Andelfingen, wo vor ein paar Jahren die grossen Unwetter waren, wo der Zivilschutz auch immer wieder gefragt worden ist, warum kommt der Zivilschutz nicht in Einsatz. Aber ich glaube, wenn man die Bewältigung von diesen zivilen Katastrophen anschaut, müssen wir doch sagen, wir haben in der Schweiz ein sehr, sehr gutes, funktionierendes ziviles Rettungssystem mit Feuerwehren, mit Strassenunterhaltsdiensten. Die Mittel sind vorhanden. Vor allem im Kanton Zürich, wo wir Stützpunkt von der Feuerwehr her noch haben. Das System funktioniert gut und wir müssen jetzt einfach schauen, wer ist der Zivilschutz eigentlich? Es sind wieder Leute, die in diesen heute bestehenden zivilen Organisationen drin sind. Und wenn wir heute in Friedenszeiten in einer Katastrophe diese Leute würden aufbieten, dann schwächen wir natürlich automatisch die heute bestehenden zivilen Organisationen. Und der zweite Aspekt, den wir sicher nicht vergessen dürfen, ist das Material. Ich erinnere mich selber an Andenfingen, eine Zivilschutzorganisation, ein Detachement mit 72 Mann, hat zwei Motorkettensägen. Wir haben in der Schweiz eine Luftschutzkompanie über das ganze Jahr aus, eine sogenannte Katastrophenkompanie, die innerhalb von wenigen Stunden an jedem Ort in der Schweiz eingesetzt werden kann, materiell etwa gleich dotiert. Mit dem grossen Vorteil aber, dass sie in jedem Zeughaus in der Schweiz das Material, das sie punktuell für das Schadenereignis braucht, kann anfordern. In Andelfingen sind schlussendlich über 45 Motorkettensägen im Betrieb gewesen. Etwas, das im Zivilschutz einfach nicht machbar wäre, punktuell für so ein Ereignis innerhalb von nützlicher Zeit aufzutreiben. Aber ganz sicher möglich, und das hat auch die Übung wieder bestätigt, man könnte die Bevölkerung mit den bestehenden Alarmierungssirenen informieren, alarmieren. Man müsste dafür sorgen, dass die Bevölkerung weiss, was die Sirenenzeichen bedeuten. Hinweis auf das Telefonbuch, wo alles drin ist. Und wir sind ganz sicher auch in der Lage, die Bevölkerung bei einem grossen Ereignis, wenn es nötig ist, in Schutzraum abzubringen. Die Schutzräume sind grösstenteils vorhanden. Sie sind vorläufig noch nicht eingerichtet. Das Material muss beschafft werden bis 1996. Dass es sicher auch heute zum jetzigen Zeitpunkt möglich ist, bei einer grossen Katastrophe die Bevölkerung mal sicher unterzubringen und mit den zivilen Organisationen das eigentliche Ereignis zu bewältigen. Man kann also nach der Übung 3-Zag, wo der Zivilschutz integriert war, im Bereich des Zivilschutz zumindest können sagen, man hat wieder wertvolle Erkenntnisse gemacht. Herr Mehr, Herr Fehr, ich bedanke mich, dass Sie heute Abend am Schluss der grossen Übung noch Zeit haben, bei uns beim Hasli TV vorbeizukommen. Ich darf Sie jetzt das erste Mal darauf aufmerksam machen, dass wir uns auch morgen wieder zum Thema 3-Zag melden, und zwar kurz vor der 6:30 am Morgen und am 7. Abend weiter. Und unsere Regie hat für all die, die im Zivilschutz waren, noch eine Art Bettmümpfeli parat gemacht für die Leute, die wahrscheinlich jetzt ziemlich müde sind. Es ist eine Aufzeichnung von den Venus Dancers aus dem Let's Go in Bülach. Und mit dem dürfen wir uns verabschieden. Bis morgen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.
Im Rahmen von unserer Sonderberichterstattung zur Gesamtverteidigungsübung Dreizack darf ich Sie einmal mehr zu früher Morgenstunde begrüßen. Liebe Zuschauerinnen, im Fall, dass Sie jetzt am Morgen sind und Ihren Mann im Wehrdienst sehen, verschlucken Sie sich doch bitte nicht am Butterbrot. Am 6:30 zeigen wir Ihnen als weitere Direktübernahme von der Abteilung Presse- und Funkspruch APF die Sendung InfoSuisse. Wie gewohnt können Sie dann heute Abend am 7. auch unseren eigenen Dreizack-Tagesbericht sehen. Während sich unser Team für einen weiteren hektischen Manövertag bereit macht, geht die APF in ein paar Momenten mit den aktuellsten Bildern von Dreizack auf Sendung. Als Zuschauer vom Hasli-Fernsehen sind auf dem Kanal auch Sie heute bei InfoSuisse dabei. Ich wünsche Ihnen anschliessend dann einen schönen Tag. Ja, guten Morgen und recht herzlichen Dank für den feinen Kaffee. Er schmeckt fast zum Bildschirm aus. Auch wir haben natürlich Kaffee, allerdings nicht ganz so fein. Wir haben hier nicht gerade Espresso-Maschinen, sondern wir kochen hier aus der Feldküche. Genau das Gleiche wie unser Fernsehen, unser Morgenfernsehen, machen wir natürlich zur Feldküche aus. Uns, damit meine ich die Abteilung Presse- und Funkspruch. Und wie ihr wahrscheinlich in den letzten Tagen schon gehört habt, wir sind nicht wie das äußerliche Maschine am Militär unterstellt, sondern direkt am Bundesrat. Und wir würden in Krisenzeiten oder in Kriegszeiten, dann, wenn die zivilen Medien nicht mehr könnten informieren könnten, dann würden wir versuchen, wahrhaftig und sachgerecht zu informieren. Merci, Heiner Hug. Und jetzt zum Wetter. Jörg Kachelmann, du strahlst offensichtlich. Du bist gestern mit deiner Wetterprognose gut richtig gelegen. Wie sieht es heute aus? Ja, es sieht auch heute nicht schlecht aus, Beat. Ziemlich sonnig, es ziehen zwar ein paar Wolkenfelder durch, aber im Jura gibt es erst am Abend ein paar Regentropfen. Also eigentlich immer noch sehr gutes Manöverwetter. Und bei uns bei den Manöver dabei war, ist wieder Christian Ledergerber. Und diesmal hat er auch ein bisschen hinter die Manöver geschaut. Bitte, Christian Ledergerber. Ja, wir kommen heute wirklich mit anderen Bildern, nicht mehr Kampf, wie wir Ihnen zeigen, sondern das, was drumherum abläuft. Ich habe es gestern angekündigt, wir wollen auch etwas über die Uhr erzählen hier. Ich habe gestern gesagt, 20'000 Stück sind da geschafft worden. Da müssen wir jetzt das Null streichen, es sind also in Wirklichkeit nur 2'000 Uhren. Zuerst wollen wir Ihnen aber Bilder zeigen, wie es Militär auch sein kann. Dass es nicht nur Kampf gibt, sondern auch etwas drumherum. Wir haben ein paar Soldaten beim ID beobachtet und ein Militärspiel in der Kaserne Kloten. Nach dem musikalischen Auftakt jetzt zu den Uhren und was es sonst noch alles zu kaufen gibt rund um die Manöver. 996 Uhren sind in einer ersten Phase beschafft worden. Die verschenkt man zum Teil an Gäste, der grösste Teil aber wird für 59 Franken an Soldaten verkauft. In einer zweiten Phase dann, werden 1000 Stück nochmal verscherbelt und zwar am Defilé vom nächsten Freitag in Frauenfeld.
ehrlich gesagt, ein bisschen nachgeholfen haben wir bei diesen Bildern natürlich schon. Nicht jeder Soldat hätte so eine Uhr. Trotzdem, die Verantwortlichen haben uns gesagt, die Nachfrage sei gross und schon vor dem Manöver sind an verschiedenen Orten Telefon heiß gelaufen. Finanziert wird die Aktion von einer Gruppe von Offizieren, die einen allfälligen Gewinn aus dem 100'000-Franken-Geschäft ihrer Kasse für allgemeine Zwecke zur Verfügung stellen. Ein anderes Geschäft an diesem Manöver ist das mit dem Andenkenbuch. Ein Verlag hat Fotografen unterwegs, wo das Ereignis dreizackig Text und vor allem Bild festhalten. Das Resultat soll dann etwa so aussehen wie das vor 4 Jahren bei dem Manöver Panzerjagd. Wenn es dreizack Uhren und Bücher gibt, wieso nicht auch Brötli? Schaffhausen auf jeden Fall gibt es einen Bäcker, der jeden Tag 3 Brötchen backt und das mit einigem Erfolg. 200 bis 250 davon gehen jeden Tag über den Ladentisch. Business as usual, wie die Engländer da dazu sagen, Geschäfte wie immer. Übrigens, das Defilé, ich habe mich da vorher versprochen, ist nicht das Frauenfeld, sondern das ist das Dübendorf am nächsten Freitag. Die Übung Dreizack ist zur Hälfte vorbei. Es ist Zeit also für eine Zwischenbilanz. Wir haben den Gar-Kommandant Josef Feldmann gebeten, uns eine zu geben. Die wichtigste Frage, die ich jetzt beantworten habe, ist eigentlich die, ist die Übung als Gesamtverteidigungsübung gelungen? Und da würde ich sagen, ja. Sie ist so gelungen, als wir in der Zusammenarbeit mit den zivilen Verteidigungsorganen eine grosse Zahl von Erkenntnissen geholt haben. Natürlich sind viele Fehler gemacht worden, aber die Sorge von allen Beteiligten muss jetzt halt sein, die Fehler nicht ein zweites Mal zu machen. Um das geht es. Auf der militärischen Seite kann man sagen, ich habe mich gefreut, wie rasch wir mobil machen und bereit sind. Und ich habe gesehen, dass wenn man in der Ausbildung ein bestimmtes Thema, wie es damals der Fall war, über lange Zeit durchhebt, dass dann der Erfolg grösser ist, als wenn man jeden Tag das Thema wechselt. Und das nehme ich mit als Erkenntnis für unsere Ausbildung. Mit diesen Worten wollen auch wir uns von Ihnen verabschieden. Wir wollen Ihnen von diesen Manövern ein paar Eindrücke liefern. Die eigentliche Berichterstattung sehen Sie im Fernsehen DRS, der am nächsten Samstagnachmittag dann auch eine Spezialsendung zu diesem Thema bringt. Und damit zurück zum Beat Thurnen. Danke, Christian Ledergerber. Auf unserer Uhr ist jetzt 17 Minuten vor 7. Und ich kann euch versichern, unsere Uhr ist keine Tarnuhr, es ist eine ganz normale Fernsehstudio-Uhr. Innenpolitisch zu reden geben nach wie vor auch wir von der APF, der Abteilung Presse- und Funkspruch. Besonders der Zürcher Tagesanzeiger befasst sich ausgiebig mit uns, die Medienrubrik des Zürcher Tagesanzeigers vor allem. Gestern befasste sich diese Rubrik mit dem APF-Radio und heute also mit uns, mit dem APF-Fernsehen. Unter dem fragenden Titel «Grünes Kabarett» schreibt der kritische Kritiker über unsere eher lockeren und nicht einmal unkritischen Sendungen: Aber wer zeigt mir, was der Abschonalist im Ernstfall noch fragen dürfte, nämlich in jenem heiklen Augenblick, wo der Bundesrat festzustellen glaubt, dass die zivilen Medien nicht mehr funktionieren können und Informationen deshalb nur noch über diesen einen staatlich kontrollierten Kanal ausstrahlen lässt? Diese Frage beschäftigt sicher jeden, der sich mit der freiheitlichen Presse in unserem Land befasst. Und sicher wird man nach dieser Übung noch einmal über den Sinn dieser Übung und wie einige sagen, über den Unsinn dieser Übung nachdenken und sprechen müssen. In aller Ruhe dann. Danke, Heiner Hug. Und jetzt zu der ausführlichen Wetterprognose. Jörg Kachelmann, ich gehe vorsichtshalber derweil rausschauen, was das Wetter macht. Ja, wer jetzt rausschaut, der sieht entweder nichts, weil es hat Nebel. Das ist aber eher wenig der Fall. Meistens sieht man jetzt einen bleicher werdenden Mond, wo noch ein paar Wolkenfelder drumherum hängen. Der Nebel, der ist kein Problem, der löst sich bald auf. Die Wolkenfelder bleiben uns leider erhalten. Mal sehen. Ja, hier aussen nichts von Nebel, ein wunderbares Panorama. Und ich habe den Eindruck, dass wir heute hier wieder einen wunderbaren, schönen Herbsttag haben. Wir kommen bald am Schluss von unserer Sendung. Und da wir die Sendung ja nur darum gemacht haben, um an ein breites Publikum heranzukommen, um uns zur Diskussion zu stellen, haben wir gedacht, wir wollen mal das breite Publikum auf der Straße fragen. Wir wollten fragen, was haltet ihr von der APF? Wissen Sie, was das heisst, APF? APF?
Ist das Deutsch? Das ist Deutsch. Nein. Noch nie gehört. Apf, APF. Apf, nein. Was könnte es heissen? Eine Abkürzung von etwas. Mhm, von was? Ja, das weiss ich nicht. Apf hat es etwas mit Samichlaus zu tun. Apf, das ist ein erfundenes Wort, das gibt es gar nicht. Wie Apf? Apf? Ah, weiß ich nicht. Was könnte das für eine Abkürzung sein, für was? Ja, vielleicht für Apfelsaft. Wissen Sie, was das heisst, Apf? Apf? Ah, was ist das, Apf? Apf. 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 Ja, was ist das? Apf. Weißt du, was das heisst, Apf? Nein. Keine Ahnung. Noch nie gehört von der Apf. Und du, weißt du das? Nein. Ah. Aber was könnte das heissen, Apf? Weiss nicht. Was hast denn du da für einen komischen Anzug an? Vierfruchtpyjama. Vierfruchtpyjama? Bist du in der Manöver? Nein. Wissen Sie, was Apf heisst? Apf? Keine Ahnung. APF. Weiss ich nicht. Hast du noch nie davon gehört? Nein. Advents? Nein, keine Ahnung. Apf. APF. Ja, Apf. Meinen Sie jetzt vom Abführmittel oder vom Apfel? Nein, nein, einfach Apf allgemein. Nein, könnte mir jetzt nicht erklären. Nein. Wissen Sie, was Apf heisst? APF. Ja, Apf. Das ist von der Militär jetzt hier gerade. Oder jetzt im Dienstzeit. Richtig, ja. Das habe ich gehört am Morgen im Radio. Genau kann ich es nicht mehr sagen. Aber es hat etwas mit dem Militär zu tun. Ärzte, jawohl, jawohl. Sie haben recht, das heisst Abteilung für Presse und Funk. Sie sind die Erste, die jetzt das gewusst hat. Ich gratuliere Ihnen. Ich, jetzt muss ich mich gleich schämen, so dumme Kuh. Ja, überhaupt nicht. Aber immerhin, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, ebenfalls. Es hat mich gefreut, mit euch hier ein bisschen zu schnurren. Ja, das war es. Bevor wir zum Schluss von unserer Sendung kommen und uns endgültig verabschieden, noch unsere Musikbox mit dem Kurt Felix. Liebe Zuschauer, ich melde mich von einem unterirdischen Militärspital. Wir haben hier unsere fahrende Wunschmusikbox aufgestellt. Und wir gewähren Ihnen jetzt einmal Einblick in einen Ort, den Sie normalerweise sonst nie sehen. Wir sind hier im Militärspital von Mattenbach in Winterthur. Und da greife ich mir einfach wieder mal einen Mann raus, einen Soldat raus, der mit diesen Manövern vom Fach 4 zu tun hat, der Soldat Reto Moser. Sie kommen aus Zürich. Was sind Sie für Beruf? Ich bin Schriftsetzer. Und was machen Sie jetzt hier im Militärspital? Ich pflege vor allem Patienten. Pflegen. Also praktisch gleich wie in einem zivilen Spital. Wie viele Patienten fallen da pro Nacht? Es sind 3 bis 4, 5, je nach Situation draussen. Aber in dem Militärspital haben ja mehr Platz, oder? Wie viele Betten umfasst jetzt das ganze Gebäude? Also wir haben in allen Abteilungen etwa 500. Was sind das für Leute, die zu Ihnen kommen? Es sind also keine richtigen Verletzten. Das sind Zivilpersonen, Soldaten, die hier kommen und also als Figuranten und Verletzungen spielen. Also einen Figurant haben wir hier hinten, vielleicht sehen Sie es. Ihm wird jetzt gerade einiges erklärt. Und ich muss sagen, wenn ich jetzt die Räume anschaue, sie sind sehr nieder, alles ist aus Beton, kommt man da nicht den Festungskoller rüber? Mal eigentlich schon. Also ich hatte auch ein bisschen Angst, als ich eingerückt bin. Es ist aber so, dass wir pro Tag 3/4 Stunde rauskommen, um zu laufen oder zu rennen. Und wir schlafen auswärts. Das heisst, wir gehen auch, wenn wir gehen, schlafen oder vom Schlafen kommen, an die frische Luft. Und ich nehme an, dass jetzt auch Musik für Sie ein bisschen Abwechslung bringt in die Betonmauern, in den unterirdischen Militärspital. Sie haben die Möglichkeit, Ihre bekannten Verwandten zu grüßen. Und Sie haben sich auch schon einen Musiktitel ausgewählt. Den haben wir schon parat geleitet. Am besten ist, Sie sagen ihn jetzt gerade selber an. Ja, das ist Whitney Houston mit How Will I Know. Und ich grüße vor allem meine Freundin. Ich komme gleich wieder heim. Und alle Leute, die mich sonst kennen. Herr Moser, darf ich Sie jetzt zur fahrenden Wunschmusikbox bitten? Auch heute wieder dürfen wir Sie zu einer Sondersendung über die Gesamtverteidigungsübung Trüzak bei uns im Studio begrüßen. Im Studio, auch bei uns, ist heute der Herr Oberst Meier. Er ist leitender Nachrichtenoffizier vom Feldarmee Korps 4. Er wird uns heute wieder einige Erläuterungen geben zu den Filmaufnahmen, die wir heute im Feld gemacht haben. Zuerst aber eine Frage, Herr Meier.
Was ist das, ein leitender Nachrichtenoffizier? Was sind Ihre Funktionen? Also ich bin der Mann, der im Feldarmee Korps 4 den Truppennachrichtendienst betreut. Das heisst also, die Informationen sammelt von dem, was passiert auf dem Gefechtsfeld im Raum des Feldarmee Korps 4. Der Gefechtsnachrichtendienst, der Truppennachrichtendienst, hat die Aufgabe, dem Kommandant auf allen Stufen, Bataillon, Regiment, Brigade, Division und Korps, die nötigen Unterlagen zu liefern für seine Entscheidungen und für zukünftige Dispositionen. Im Moment ist ja der Rüzak so unmittelbar oder schon während dem absoluten Höhepunkt. Wie ist das, dass Sie jetzt da bei uns sitzen? Wie funktioniert die Information, wenn Sie nicht dort sind? Die Information die beruht natürlich nicht nur auf mir allein. Ich habe entsprechende Mitarbeiter, die jetzt in meiner Abwesenheit das Geschäft führen. Man muss ja auch Ablösungen machen, weil man ja im 24-Stunden-Betrieb arbeiten muss. Und deshalb ist das also organisiert. Wir sind total 6 Nachrichtenoffiziere auf dem Korps. Und stufengerecht ist auf jeder Stufe ein entsprechender Nachrichtenoffizier, der die Sparte betreut. Wir sind auch heute wieder, unser Team, am Morgen früh unterwegs gewesen, um zu schauen, was sich auf dem Feld, im Feld so tut. Unser erster Filmbericht der ist bereits im ganz frühen Morgengrauen entstanden. Der Leo Wolpi hat ihn aufgenommen. Mittwoch, 19. November 1986. Zweitletzter Manövertag. Was ist passiert? Auch heute berichtet Hasli TV wieder über das Geschehen. Da ist der Kommandant. Wir sind hier auf dem Feld draussen, irgendwo auf der Angreiferseite im Nebel. Wir haben also ein kleines Maschinchen. Welcher Abteilung sind wir? Batterie 3, 17. Und was haben wir da hinten dran? Das ist eine Panzerhaubitze. Seit wann sind ihr jetzt hier dran? Wie meinen Sie da dran? Ja, hier auf dem Feld. Ja, seit etwa 3/4 Stunde. Und Nacht verbracht wie? Eine Verschiebung. Von Schaffhausen an. Wie viel geschlafen? 3/4 Stunde. Wie geht es weiter? Schon irgendwie ein Befehl? Ja, einfach immer Stellungsbezug den ganzen Tag. Und die Nacht immer wieder wach schieben und wenig schlafen wie immer. Morgen ist es ja fertig. Ja. Von innen aus gesehen, Zusammenfassung von dieser Übung 3 Zack, was ist Ihre Meinung? Ja, ich finde das Ganze ein bisschen Leerlauf, weil man steht mehr um als etwas anderes. Hat es keinen Angriff gegen ihn? Mal, das schon. Das sind die einen Stimmen und wir wollten doch auch wissen, wie es an anderen Orten aussieht. Die Bevölkerung hat vorgesorgt, damit nichts passiert, damit der Landschaden eingedämmt ist. Ihr sitzt hier auf einem Gefährt, das ist wieder etwas anderes als das letzte. Was ist das für ein Fahrzeug? Das ist ein Centurion, Kampfpanzer Centurion. Was hat er für ein Geschoss? 10,5 Kanone, Zentimeter, 10,5 Zentimeter. Was läuft nächstens, was ist geplant? Ja, so wie es aussieht, sollten wir gleich ausrücken. Wir sind in der Gefechtsbereitschaft, volle Gefechtsbereitschaft. Jetzt warten wir auf den Befehl. Man hat jetzt für die Manöver etwas Neues eingerichtet, nämlich die Laserkanone. Wie funktioniert das? Ja, das ist einfach, da können wir den Kampfpanzer gegen Panzer simulieren. Da können wir aufeinander schiessen, ohne dass einer wirklich drauf geht. Dann, oder? Das wird einfach mit Laser können wir auf die Detektoren, auf die vier, die man sieht, rund um den Panzer. Wenn man dort drauf trifft, dann tut es die Rundumleuchten auslösen. Und dann ist gilt der als abgeschossen, der Panzer. Hat es funktioniert? Ist schon mal etwas gegangen diesbezüglich? Ja, gestern hat es ganz gut funktioniert, ja. Dann werden wir schauen, was das mal passiert. Wir hoffen, der Nebel geht langsam weg. Ich wünsche einen guten Dienst. Merci, ja. Zum Glück gleich vorbei. Schon früh am Morgen. Noch hat es Nebel gehabt, hat die Truppe Stellungsbezüge gemacht. Das heisst, Vorbereitungen für den Angriff.
Panzer und Flap Schützenpanzer sind langsam in Schellig, denn es macht der Anschein, dass ein Angriff geplant ist. Das Rohr hat uns verfolgt. Wir haben etwas näher reingeschaut. Schnell ist er, wenigstens auf dieser Seite. Das, was er hat wollen, tüpfen. Ich weiss nicht, ob er es gefunden hat. Ja, für solche langsame Flugkörper braucht man nicht so schnelle Maschinengewehr oder Kanonen. Es hat sich herausgestellt, das war lediglich ein Aufklärer von der Übungsleitung. Aber eine Möglichkeit zum Üben. Ganz ruhig ist es geworden. Kurz vor dem Angriff. Man hat gemerkt, verschiedene Fahrzeuge haben sich massiv in Bewegung gesetzt. Wir sind der Sache. Wir haben also heute Morgen den Angreifer zugeschaut, wie sie Stellung bezogen haben. Im Bereich Stellungsbezüge gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Es gibt verschiedene Varianten Stellungsbezüge. Zum Beispiel bevor man anfängt zum Angriff übergehen. Das ist also hinter der sogenannten Ablauflinie. Da stellt man sich bereit, um sich nachher auf einem gewissen Vormarschstreifen vorwärts zu bewegen. Wenn man dann die Ablauflinie überschritten hat, dann ist man zum eigentlichen Angriff übergegangen. Und so ein Angriff, der kann sich verschieden entwickeln. Wenn man Pech hat, fährt auf der gleichen Achse von der anderen Seite ebenfalls ein Panzerverband auf einen zu. Und dann gibt es keine Stellungsbezug mehr, dann gibt es ein Begegnungsgefecht. Dann gibt es Panzer gegen Panzer, wer dann eben zuerst trifft, das ist die bessere Panzermannschaft. Es kann aber auch sein, dass man durch das Zwischengelände zuerst vorgehen kann, einige Kilometer, und dass man weiss, dass der Gegner anrückt. Dann geht man dort in Stellung und stellt sich bereit, um ihn zu empfangen. Mit dem muss man allerdings auch rechnen, dass das der Gegner macht. Die Phase, die wir heute Morgen gesehen haben, das war die angreifende Truppe. Wie hat man sich der heute Morgen entgegengestellt? Also die angreifende Truppe musste das erste Mal einen Flusslauf überwinden. Das sehen wir, glaube ich, später in der Sendung dann noch. Hat dann zuerst einen Hocker erklimmen, die Höhe nördlich von der Tour. Und am Anfang ist das sehr gut abgelaufen, weil der Gegner auf der anderen Seite relativ spät bereit war. Damit hat man auf der blauen Seite eine Art Siegesgefühl gehabt, das sich nachher als trügerisch erwiesen hat, weil zu einem späteren Zeitpunkt dann der Gegner eben auch bereit war und dass man zwar nicht gerade von Anfang an in den Kampf verwickelt worden ist, sondern erst ein bisschen später. Ja. Unser Team hat natürlich die Angreifer weiterverfolgt und dann ist auch plötzlich die Phase gekommen, wo der eigentliche Kampf losgegangen ist. Zumindest drin das Team vom Hasli TV. Bitte verfolgen Sie jetzt die Impressionen von dem Panzerkampf. Thank you.
Herr Oberschmeier, möchte ich zu diesen Szenen gerade einen direkten Kommentar mit dazu sagen? Also da sieht man jetzt einen kombinierten Angriff von Panzergrenadier mit Panzer. Am Anfang vor dem Dorf hat es sich um ein ausgebrochenes Begegnungsgefecht gehandelt, weil nämlich die Panzer noch in Kolonne gefahren sind. Man muss allerdings wissen, dass im echten Kriegsfall die Panzer vermutlich nicht alle auf der Straße fahren würden. Hier muss man auf der Straße bleiben, im Grundsatz. Wegen dem Landschaden, den es gibt, wenn man mit dem Panzer querfeld einfährt. Deshalb gibt es manchmal ein bisschen falsche Bilder, wenn so ein Panzer irgendwo noch einmal steht. Wir haben den Blauen, was heisst das? Ja, wir sind hier abgeschossen worden vom Gegner, der hier im Dörfchen oben hockt. Was war die Aufgabe, die wir hatten? Ja, das Dörfchen, wie heisst es überhaupt? Truttiken. Ja. Einzunehmen. Also da, und den Feind zurückzuschlagen. Weil es ist ja auch so von einem Hügel oben. Und das ist uns jetzt nicht gelungen. Warum hätte das können sein? Ja, es ist natürlich auch nicht so realistisch, wenn man schaut, dass man muss da das Feldweg, das schön quer zum. Aber wir sind einfach wirklich optimale Zielscheibe gewesen, bis wir da vorne waren. Normal im Ernstfall kennt man natürlich schon irgendwie gerade und hat mehr Deckungsmöglichkeiten. Also der Gegner, der schon dort im Dorf sitzt, hat natürlich einen immensen Vorteil. Frage an Sie, Sachen Verpflegung, wie hat das ausgesehen? Ja, der erste Tag war ja Selbstverpflegung von zu Hause. Und der zweite Tag hat es dann mal etwas gegeben. Ja, am Nachmittag hat es dann mal etwas gegeben. Ein bisschen fliegend verpflegt worden. Natürlich nicht eine Suppenmenü, das ist ja klar, weil die Küche ist ja auch immer unterwegs. Die Küche war unterwegs, ihr seid am Ende eingerückt. Wie ist das vonstatten gegangen bei mir rücken? Ja, so kriegsmässig. Das war Kriegsmobilmachung für uns. Wir sind zwischen jeder, glaub, müssen von unserer Company zwischen 6 und 7 aus dem Haus daheim. Und dann sind wir da tröpfchenweise umgerüstet worden und die Wege gefasst und dezentralisiert. Ja, das ist eigentlich wie es eigentlich immer ein bisschen läuft in den Manöver. Was ist Ihre Aufgabe da auf dem 68er Panzer? Also auf dem Panzer Kommandant und gleichzeitig Patrouillenführer von zwei Panzern. Wie ist das kriegstechnische Vorgehen, wenn der Kommandant nicht mehr rum ist, man hat keine Verbindung zu ihm, der Leutnant ist umgekommen, sie sind ganz allein auf sich angewiesen. Wie geht das dann? Man geht selbstständig führen auf der Achse, die angegeben worden ist. Von Anfang an. Und von dort aus ist man dann selbstständig. Man tut in eigener Regie handeln eigentlich. Wie sind Sie bis jetzt zufrieden mit dieser Übung und was halten Sie von dieser Übung Dreizack, die jetzt gerade läuft? Also wenn ich ehrlich bin,
Ich schaue, dass ich möglichst locker durch die Übung komme. Möglichst viel schlafen und ja, dass es nicht so ein Krampf ist, dass man nicht kalt hat. Aber ich glaube schon, wenn man so ein bisschen hört zum Funken, ist vermutlich schon eine Übung für oben raus. Also dort wird es schon interessant sein, weil das ist alles eben auch, was man da muss so quer mit, auf einem Feldweg mit Zielscheiben spielen. Das ist im Prinzip, ja, ist für uns nicht so realistisch. Also aber für die Oberen, dass also jetzt dann da einfach so zwei, drei Kompanien da vorgelagert sind, das ist halt da. Nur sind sie einfach ein bisschen unglücklich verteilt, alle auf den Strassen, oder? Schön in Reihe und gleich. Also von dort her, ja, ist für uns, ich finde es nicht so wahnsinnig interessant. Frau Bucher, Sie haben jetzt gerade einen Kaffee gebracht zur Truppe. Ich nehme an, Sie sind nicht so gegen das Militär wie alle anderen. Nein, ganz und gar nicht. Wieso? Wir müssen doch das Herz und uns verteidigen. Oder? Wir kriegen ja nicht. Wir wollen uns noch verteidigen. Sehr gut. Wie sieht es aus mit Sachen Landschaden da bei Ihnen umeinander? Ja, gar nicht schlimm. Wir haben selten Militär. Das erste, was ich sehe von dem Dreizack. Vorher war nichts. Oder? Und allgemein Landschaden? Nein, nicht. Und kein... wenn einmal. Früher sind immer in der Rekrutenschule von Frauenfeld. Und wenn es etwas war, haben sie es auch immer prompt entschädigt. Das war ja wirklich kein Problem. Kein Problem? Nein. Auch die Frucht geht nicht kaputt? Nein, bis jetzt nicht. Also von dort her haben Sie nie Probleme? Nein, gehabt. Gar nicht. Nein. So, ich begebe mich hier in diesen relativ fröhlichen Haufen rein. Ich möchte mal fragen, ist für euch der Krieg vorbei oder was ist los? Im Moment noch nicht. Die Manöver gehen bis am Donnerstag um 12 Uhr. Wir warten auf neue Einsatzbefehle. Unsere Beobachtungsposten ist ausgehoben worden. Wir müssen circa eine Stunde, zwei warten. Und wie kann man die Zeit totschlagen? Im Moment sehen Sie es, dass wir rumsitzen, das Mittagessen und so weiter. Sie rechnen aber damit, dass Sie noch mal richtig in den Einsatz kommen? Ja, das ist anzunehmen, wenn wir einen Gegenschlag über den Rhein ausführen. Wir haben auch gesehen, dass die Panzer sehr oft gewartet haben wieder auf irgendetwas. Wo setzt man hauptsächlich Panzer ein? Was man hier gesehen hat, ist ein Panzerkampf in einem ausgesprochen schweizerischen Gelände. Panzer kann man nämlich nicht überall gleich gut einsetzen. Das Gelände, das wir hier gesehen haben, in dem nun der Kampf stattgefunden hat, das müsste man als gemischtes Infanterie- und Panzergelände bezeichnen. Das heisst also, ein Gelände, das offene Stellen aufweist, wo der Panzer stark ist, dann aber auch Waldgebiet oder Engnis, wo der Infanterist stark ist. Deshalb hat der Infanterist in so einem Gelände auch eine Chance, gegen einen Panzer anzutreten. Es gibt dann andere Gebiete, die ausgesprochen panzergünstig sind. In der Schweiz, auch in der Ostschweiz, gibt es kein grosses Gebiet, wie es im Ausland gibt, wo man Kilometer weit rollen kann. Auch die Gebiete, die man bei uns als relativ panzergängig bezeichnet, sind eigentlich keine echte Panzergelände. Aber immerhin, dort kommt der Panzer besser zur Geltung als die Infanterie. Und dann gibt es noch ein weiteres Gelände, das ist ein ausgesprochenes Infanteriegelände. Das ist nämlich dort, wo der Panzer fast keine Chance hat. Also zum Beispiel im Gebirge oder in ganz grossen Waldgebieten. Man sieht, dass die Panzer in diesen Wäldern sich natürlich auch verstecken können. Man muss auch wissen, dass die Panzer verschiedene Gegner haben. Sie haben nicht nur gegnerische Panzer als Gegner, sondern sie haben, wie man gesehen hat, auch Panzerabwehrwaffen als Gegner. Unter anderem hat man hier ein Bild gesehen von einer Trägerpanzerabwehr-Lenkwaffe. Es gibt auch Panzerabwehrkanonen, sodass also der Panzer und Panzerfäuste, also Minen zum Beispiel, der Panzer ist also nicht so stark, wie er jetzt hier erschienen ist als grosser Koloss. Er ist nicht so unverwundbar. Also bei der Infanterie kann man den Kopf noch vielleicht noch ein bisschen einziehen, aber den Panzer schnell verschwinden lassen, das ist schon ein bisschen schwieriger. Der Panzer ist ein sehr grosses Ziel.
Man sieht es auch von der Luft aus sehr gut, viel besser als der Infanterist. Also wenn man von dort aus schaut, dann ist der Infanterist eigentlich eher günstiger gelegen. Wir haben in der Schweiz sehr viele Flüsse und die müssen überquert werden. Im Ernstfall sagt man, werden natürlich Brücken sehr rasch zerstört. In so einem Fall gibt es natürlich nur eins, wenn man über die Flüsse wieder rein will. Man muss Brücken bauen. Und wie das bei uns zugeht, das hat unser Team heute Morgen ebenfalls eingefangen. Das ist die Überquerung von einem Fluss, der relativ wenig Wasser führt, der aber trotzdem nicht einfach mit Fahrzeugen überwunden werden kann. Der Fluss, den Sie hier sehen, ist Dur. Die Dur ist sehr verschieden. Wenn es stark regnet, dann steigt der Fluss relativ schnell an. Dann muss man, ist es noch schwieriger, den Fluss zu überqueren. Die Brücke, die Sie hier sehen, das ist eine feste Brücke. Es gibt die anderen Flüsse, zum Beispiel den Rhein. Also schwimmende Brücken kann man in diesem Fall hier nicht verwenden. Man kann auch fragen, wie breit das Gewässer ist. Oberleutnant Richi, Sie sind Chef Brückenbau hier, Genietruppe. Aus was für Überlegungen hat man die Brücke hier gebaut? Die Brücke hat man aus taktischen Gründen hergenommen. Wir wollen hier mit eigenen Truppen übersetzen, um uns aufzubauen, an der Front vorne, um einen Gegenschlag zu machen. Wie viele Leute haben die jetzt daran gebaut und wie lange ist es gegangen? Das war ein verstärkter Panzersattbezug mit 32 Mann. Wir haben am Morgen um 6 Uhr angefangen einzubauen und sind am 08:30 betriebsbereit gewesen. Was für eine Tonnage kann man da jetzt drüber lassen? Wir können sämtliche der Schweizer Armee gängigen Pneufahrzeuge drüber lassen, plus Panzer bis 50 Tonnen. Wie lange bleibt die jetzt hier stehen? Das ist mir nicht bekannt, das kommt auf die taktische Lage an. Das wird von oben runter befohlen. Am Brückenbau kommt natürlich bei uns, wie wir gesagt haben, sehr viel Bedeutung bei. Überhaupt hat wahrscheinlich in der Schweiz haben Genietruppen ganz besonders anspruchsvolle Aufgaben. Es ist nicht so flach wie in anderen Ländern. Richtig. Was man hier sieht, ist eben eine feste Brücke. Diese Brücke braucht zusätzliche Vorbereitungen. Man muss mit einem Rammzug entsprechende Joch im Fluss einrammen. Das braucht also ein bisschen Vorbereitung. Bei den Schlauchbootbrücken, die man zum Beispiel am Reichen anwenden, dort geht der Einbau schneller, weil es ja schwimmende Gebilde sind. Es ist richtig, was Sie sagen. Die Schweiz ist sehr ein sehr gruppiertes Gelände und sie ist durchzogen durch viele Gräben und Flüsse, die alle auch vom Gegner müssen überwunden werden. Man muss auch wissen, dass der Gegner Material bringt, das auch rar ist. Er muss also immer wieder neues Material bringen, wenn er den Marsch über die verschiedenen Flüsse weiterhin fortsetzen will. Dort liegt ein Problem, das man immer wieder unterschätzt. Wie lange geht es das zum Beispiel, bis so eine Brücke, wie wir in dem Film gesehen haben, aufgebaut und begehbar ist? Also ich würde sagen, bis die Joche eingerammt sind, muss man also etwa eine Nacht rechnen. Der Einbau vom eigentlichen Brückenlager, das heisst vom eigentlichen Dach, wo man dann drüber fährt, das geht relativ schnell. Das kann man in 3/4 Stunde so eine Brücke dann einbauen.
Darum kann man sie auch wieder rausnehmen und dann stehen nachher nur noch die Joch im Fluss. Dann wäre also die schwimmende Brücke wahrscheinlich ein bisschen schneller. Die schwimmende Brücke ist schneller eingebaut, braucht weniger Vorbereitung. Die schwimmende Brücke hat auch den Vorteil, dass man zum Beispiel am Tag, wenn der Gegner Luftüberlegenheit hat, dass man die Brücke kann ausfahren, wieder auseinandernehmen und am Ufer verstecken und die Zabung wieder einbauen. Das kann man bei so einer festen Brücke natürlich nicht, weil man ja sieht, wo sie fest eingebaut ist. Wie gross ist die Tragfähigkeit von der schwimmenden Brücke? Die Brücken sind alle 50 Tonnen Möglichkeit. Das heisst also, die Panzer können drüber fahren. Wir können drüber fahren. Und alle anderen Fahrzeuge im Prinzip auch. Ja, der Brückenbau ist eine der wichtigen Aufgaben, die Genietruppen inne haben. Was gehört da noch dazu? Die Genietruppen haben einerseits den Brückenbau, andererseits haben sie die Aufgabe, Geländeverstärkungen zu machen, Unterstände zu bauen, Minen zu legen, Panzerhindernisse aufzubauen, zum Beispiel die Einfahrten vorbereiten für solche Flussübergänge, wenn man an einen Ort geht, wo man nicht automatisch ohne weiteres herfahren kann. Alles solche Probleme, was eigentlich ein Bau im Gelände, Straßenbau usw. ist, gehört auch noch dazu. Das sind aber wieder andere Formationen als die, die die Brücke bauen. Und man hat jetzt im Laufenmanöver 13 gesehen, es war wieder sehr viel Arbeit für die Leute da gewesen, wenn man die Berichte verfolgt hat. Das ist richtig und es ist auch immer interessant für die Zuschauer, so eine Brückenstelle zu sehen, weil dort konzentriert sich natürlich alles. Das ist auch in der Kampfführung ein Brennpunkt, weil dort gehen ja die gepanzerten Fahrzeuge praktisch einzeln über diese Brücke. Und das ist also ein sehr empfindlicher Punkt für jeden Angreifer. Und wie kann man so einen Punkt verteidigen? Es ist nicht anders möglich, als bevor man überhaupt so eine Brücke einbaut, dass man mit Sturmboot über die grösseren Flüsse oder wartenderweise, wenn man das kann, auf der anderen Seite einen kleinen Brückenkopf bildet. Der muss so gross sein, dass der Gegner nicht mehr kann mit der direkt schiessenden Waffe wie Maschinengewehr auf den Ort schiessen, wo die Brücke eingebaut werden soll. So vorher kann man sie nicht einbauen. Also es muss bereits infanteristisch das Gelände auf der anderen Seite sicher sein. Einen weiteren Film haben wir heute gemacht über die mobile Flablenkwaffenabteilung Rapier. Über das können wir nachher auch noch ein bisschen miteinander diskutieren. Ich will uns gerade ein neues Waffensystem erklären. Bitte. Ja, meine Herren, wir sind hier bei einer Feuereinheit von der mobilen Flablenkwaffenabteilung 11. Das ist eine sogenannte Rapier-Einheit, eine Flablenkwaffe, die relativ neu jetzt in dieser mechanisierten Division eingesetzt ist. Die Feuereinheit besteht einmal aus einem Werfer, der ebenfalls den Suchradar beinhaltet, dann aus dem Folgeradar und den zusätzlichen Geräten, die dazu dienen, dass eine Waffe zum Einsatz zu bringen. So wie die Waffe hier steht, sind 4 Lenkwaffen angebracht. Weitere Lenkwaffen befinden sich hier im Depot dieser Feuereinheit. So eine Batterie besteht aus 8 sonnigen Feuereinheiten. Für was wird die Waffe hauptsächlich eingesetzt? Die Waffe wird in erster Linie eingesetzt zum Schutz vom Raum von Panzerregimenter. Also könnte man sie für Flugzeugabwehr auch brauchen, also im Tiefflügende vor allem? Richtig, die Waffe kann eingesetzt werden überall dort, wo der Radar her sieht. Und je nachdem, wo man den Radar platziert, kann selbstverständlich die Waffe eingesetzt werden für tieffliegende Flugzeuge. Besten Dank, wir wünschen Ihnen einen schönen Weg. Dankeschön. Der Rapier ist natürlich nur ein System. Das ist richtig. Der Rapier ist das neueste System. Es ist erstmals eingesetzt worden in einem grossen Manöver. Es gibt natürlich noch die herkömmlichen Fliegerabwehrwaffen, zum Beispiel die mittlere Flap-Abteilungen, die mit den doppelten Kanonen, die man vorher im Film gesehen hat, schiessen. Das sind die radarisierten Öhrlikon-Geschütze. Dann gibt es noch die noch kleineren Geschütze, das sind die mobilen Lichter. Flap-Abteilungen, die sind eigentlich nur für den Objektschutz gedacht. Das heisst also, man stellt sie zum Beispiel direkt an einer Brücke auf, um einen direkt anfliegenden Flieger zu bekämpfen. Während die anderen Flap
eben einen gewissen Raumschutz bietet. Und dann kommt noch dazu, dass es Fliegerabwehr aller Waffen gibt. Das heisst also, zum Beispiel auf Helikopter kann man auch mit ganz gewöhnlichen Sturmgewehr oder Maschinengewehr schiessen. Mit einer Wirkungsmöglichkeit. Das sind natürlich langsam fliegende Flugobjekte. Mhm. Rapier, was hat man für Erfahrungen gemacht? Ich muss sagen, ich sehe den Rapier ebenfalls das erste Mal in Funktion. Und ich persönlich habe noch nie gesehen über die Tauglichkeit von dem Gerät. Aber von dem, was man von der Theorie und von der Technik her weiss, sollte das eine gute Waffe sein. Dann wird man in absehbarer Zeit dann die praktischen Ergebnisse wohl auch noch kennenlernen. Richtig. Ich glaube, wir haben heute Abend einen ziemlich interessanten Überblick gehabt über das, was sich heute im Laufe des Tages so getan hat. Wie gesagt, Informationen, die wir im Moment haben, ist, dass auf dem Feld noch sehr viel im Tun ist und dass man die ganze Nacht durch wahrscheinlich kaum noch einen schlafenden Soldat wird sehen. Das ist richtig. Das Manöver ist jetzt eigentlich in seinem Höhepunkt angekommen. Nämlich in der eigentlichen freien Führung, wo also zwei ungefähr gleich starke Parteien aufeinander losgelassen werden. Der eine als Verteidiger und der andere als Angreifer. Und es ist sicher, so wie Sie sagen, dass heute Nacht nach verschiedenen Orten Verschiedenes wird passieren und auch noch morgen im Laufe des folgenden Tages. Also wer heute Abend noch unterwegs ist, bitte ein bisschen vorsichtig. Es hat ziemlich grosse und auch schwere Fahrzeuge umeinander. Und falls noch jemand ein bisschen Nebel hat, ich glaube, das grosse, schwere Fahrzeug ist meistens stärker als das Zivilfahrzeug. Das ist richtig. Herr Meier, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind und uns ein bisschen informiert haben über das, was wir gefilmt haben. Sie haben uns sehr viele interessante Zusatzinformationen können liefern. Wir dürfen uns mit dem wieder von Ihnen verabschieden für heute. Morgen werden Sie selbstverständlich von uns nochmal über das Thema Dreizack informiert. Allerdings nicht schon am Morgen früh, denn die Sendungen von der Abteilung Presse- und Funkspruch, die wir bisher übernommen haben, die sind mittlerweile zu Ende gegangen. Das wird also morgen nicht der Fall sein. Sie können vielleicht eine halbe Stunde länger liegen bleiben. Wir zeigen Ihnen morgen Abend im Rahmen von unserem regulären Abendprogramm nochmal eine Zusammenfassung vom Manöver Dreizack. Und morgen Abend ist ja wieder mal Donnerstag. Dann können Sie unser normales, reguläres Programm von Abend am 8. Jahr mitverfolgen. Für heute wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Guten Nachmittag. Heute eine Zusammenfassung über die Berichterstattung vom Hasli TV während der Manöver Dreizack. In der ersten Monatssendung haben wir orientiert, was Ziel und Zweck ist vom Dreizack. Der Korpskommandant Josef Feldmann hat orientiert, wo was zu erwarten ist. In der ersten Sendung vom Montag am 17. November sind wir bereits aktuell dabei gewesen. Am Freitagsnacht um 12:30 am Morgen früh ist in Tahingen ein sogenanntes Bahngrenztor eingerichtet worden. Das Bahngrenztor hat den Sinn, Flüchtlinge, Einwanderer oder auch fremde Soldaten abzublocken. Im Maßstab 1:1 ist das hier durchgespielt worden. Eine genaue Kontrolle der Soldaten sowie der Flüchtling ist vorgenommen worden. Es hat auch Verletzte gehabt, die direkt an die nächste Sanitätshilfstelle weitergeleitet worden sind. Erstmals hat man überprüft, wie die Zivilschutzorganisation ausgelastet ist und reagiert, wenn ein grosser Ansturm an Flüchtlingen erfolgt. Ein Schulhaus in Tahingen ist umfunktioniert worden zu einem Flüchtlingslager. In einem Interview mit dem zuständigen Lagerleiter haben wir einen Haufen erfahren, was für Probleme bei so einem Ansturm erwachsen. Nebst dem Flüchtlingsproblem hat es auch Sabotageakt gegeben. Da als Beispiel ein grosses Eisenbahnunglück. Es ist ebenfalls im Maßstab 1:1 durchgeführt worden. Ein weiterer spektakulärer Anlass war die Verschiebung von Truppen auf Eisenbahnwagen. Der hat in der Sonntagnacht stattgefunden. Und zwar vom späten Abend an bis über Mitternacht im frühen Morgen.
Das Hasli TV hat trotzdem berichtet und mit Interview über die Hintergründe, Beweggründe und Vorteile von so einem Transport berichtet. Die Zivilbevölkerung hat gestaunt, warum in so einem Konvoi auch ein privates Fahrzeug war, nämlich dasjenige vom Hasli TV. Trotzdem sind wir von der Militärorganisation herzlich willkommen geheissen worden. Zur Nacht hat es irgendwann einmal im Feld draussen eine Suppe gegeben. Am Morgen um 2 war das. In der ersten Sendung vom 17. November haben wir den obersten Jäcki, Informationschef vom FAK 4 bei uns im Studio gehabt. Er hat uns Informationen und Auskünfte erteilt über die Übung Dreizack. Am Montagmorgen haben die Roten, die Angreifer, versucht, den Rhein zu überqueren. Das war ein sehr schwieriges Unterfangen. Zumal die Blauen, unsere Schweizer Abwehr, sehr stark war und den Gegner immer wieder gestört hat und teilweise auch kampfunfähig gemacht hat. Pontonier haben für Transportzwecke so eine Fähre konstruiert, damit man die Truppen und Fahrzeuge vom einen Ufer ins andere transportieren konnte. Die Transporte sind reibungslos durchgegangen. Es war alles durchdacht organisiert. Trotzdem sind immer wieder Störmanöver von der gegnerischen Seite erfolgt. Dadurch hat sich die ganze Übung bis in den späten Nachmittag gezogen. Ursprünglich hat man geplant, an dieser Stelle hier eine mobile Brücke zu installieren. Die Störmanöver haben das aber nicht gestattet, sodass man mühsam konnte den Transport von den Truppen und Material und Fahrzeug herstellen. Auch das Thema Landschaden ist zur Sprache gekommen. Mit einem zuständigen Oberst haben wir das Problem erörtert und neue Informationen gefasst. Was ein Schiedsrichter zu tun hat, haben wir ebenfalls erfahren. Zwischendurch hat man doch Zeit gehabt, die schöne Landschaft von unserer Schweiz zu geniessen. Auch die Truppe hatte Gelegenheit gehabt, wieder einmal einen anderen Platz von der Schweiz kennenzulernen. Der nächste Tag, der Dienstag, 18. November, ist bei uns unter dem Thema Zivilschutz, ziviler Führungsstab und dieser Organisation gewidmet. Der Ernst Rüst, Regierungsrat von St. Gallen, war ziviler Übungsleiter und hat orientiert über Ziel und Zweck der zivilen Organisationen in der Übung Dreizack. Wir haben uns umgeschaut, was für Aufgaben und Übungen hier in der Region passiert sind. Da zum Beispiel in Höri, da hat es einen Autounfall gegeben. Die Zivilschutzorganisation war rechtzeitig auf dem Platz, hat richtig gehandelt und auch das Fahrzeug gelöscht mit den Mitteln, die ihnen zur Verfügung gestanden sind. Höri hat bekanntlich keinen eigenen Löschzug. Darum hat man denjenigen von Bülach angefordert und mit Feuerlöscher von einer angrenzenden Firma gelöscht. In der Live-Sendung vom Dienstag hat Walti Vogler, unser Moderator, im Studio die beiden Sachverständigen für Zivilschutz, nämlich den Matthias Mehr, Zivilschutzinstruktor, und den Walter Fehr, ebenfalls Zivilschutzinstruktor von Andelfingen, können begrüssen. Ein weiterer aktueller Fall ist in Dielsdorf passiert. Man hat dort im Maßstab 1:1 einen Chemieunfall durchgespielt. Man hat richtig reagiert und hat die hochgiftige Flüssigkeit abgeblockt. Ebenfalls sind die zuständigen Organe organisiert worden. Die Aufgaben des Zivilschutzes sind vielfältig, doch
teilweise eingeschränkt. Der Stadtpräsident Jakob Menzi, gleichzeitig Stabschef vom ZGO Bülach, hat uns über seine Erfahrungen und Aussichten in Zusammenarbeit mit dem zivilen Führungsstab orientiert. Er hat das Gefühl, dass eine Sonnenübung sehr wertvoll und notwendig ist für das allgemeine Verständnis und das Üben für einen nicht erhofften möglichen Ernstfall. Es ist Mittwoch, der 19. November. Ein fantastisch schöner Tag. Die Übung Dreizack geht weiter. Die Angriffe erfolgen im Nebel am Morgen früh. Die Bevölkerung hat seine entsprechenden Hinweise gemacht, wie hier auf dem Bild, damit der Panzer nicht gerade den frisch betonierten Vorplatz kaputt macht. Denn Landschaden wollen wir ja nicht, es kostet nur einen Bürger Geld. Mit verschiedenen Interviews mit Soldaten, die aktiv an dieser Übung teilgenommen haben, haben wir uns orientiert und können ein Bild machen über die Übung aus der Sicht des Soldaten. Auch technische Neuheiten und Raffinessen, die zur Übungserkennung und Gestaltung mithelfen, haben wir kennenlernen. Gerätschaften und Truppen sind in Einsatzbereitschaft. Die Alarmstufe ist festgelegt. Jedermann weiß, was er zu tun hat. Für einen möglichen Ernstfall. Jetzt spielen wir das nur Schweizer Soldaten gegen Schweizer Soldaten. Die einen haben ein rotes Band an und die anderen ein blaues. Man kann hoffen, dass wir das nie anders spielen müssen. Hier sehen wir Fliegerabwehr, es sind Panzer, Kanonen, Helikopter und die Luftwaffe war ebenfalls eingesetzt. Alles ist in Bereitschaft. Es stinkt nach Angriff. Da ein Fahrzeug, das sich rasant in Richtung Trutikon bewegt. Auch Panzer sind aktiv worden. Ein Helikopter von der Übungsleitung kontrolliert nochmal, ob alles in der Ordnung ist. Und da unten raucht es und klopft es und tätscht es bereits. Blau und Rot ist in Trutiken aufeinander gestossen. Lassen wir doch Bilder selber reden. Damit trotz Angriff und der Verteidigung der zivile Verkehr nicht gestört worden ist, dafür hat die Heerespolizei gesorgt. Die Zivilbevölkerung hat interessiert zugeschaut und sich gewundert, wie das alles harmonisch zusammenklappt und fast wie organisiert ausgesehen hat. Manchem Soldat ist vielleicht in den Sinn gekommen, dass er mit seinem Einsatz ein bisschen Stück von seiner Heimat verteidigen tut. Wir haben Interviews gemacht mit verschiedenen Truppengattungen. Und die Zivilbevölkerung hat Truppen unterstützt,
moralisch und mit Kaffee. Kaffee? Meistens mit Kaffeegüchs. Es war ja wirklich kalt gewesen. Dann muss man sich aufwärmen, wenigstens innen durch. Nicht nur die Truppe hat an der Dreizackübung Interesse gehabt, nein, auch ein Büsi hat sich ganz besonders für die Kabel der Telefonisten interessiert. Während die einen bereits schon am Aufräumen sind, verschlaufen sich die anderen für einen nächsten Angriff. Am Mittwoch schließlich am 19. November haben wir den Oberst Meier, leitenden Nachrichtenoffizier vom Fach 4, im Studio gehabt. Er hat uns orientiert über die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten und Daten, die bereits an dieser Dreizackübung durchgeführt worden sind. Hier im Beispiel von einer improvisierten Brücke über die Tour. Damit Soldaten keine nasse Füße und Socken bekommen haben, haben die Genietruppen eine improvisierte Brücke gemacht. Diese Brücke hat eine Tragfähigkeit von 50 Tonnen. Das reicht für jeden Panzer, der in der Schweizer Armee gebraucht wird. Die Aufbauzeit 1,5 Stunden. Erstaunlich, was unsere Soldaten leisten. Waffe wird in erster Linie eingesetzt. Ein ganz neues Abwehrsystem ist uns vorgestellt worden. Der Cheftechniker Hauptmann Neff hat uns das hochkomplizierte Ding erklärt. Mit Fernlenkraketen geht man da zur Abwehr von Panzer und tief fliegenden Flügern los. Das war ein kleiner Ausschnitt von der Tagesberichterstattung vom Hasli TV zu dem Manöver Dreizack bis am Mittwochabend. Wo Manöver stattfinden, gibt es auch immer viele Beobachter. Einer davon ist Herr Horst Bleiner. Er ist Brigadier, kommt aus Österreich, ist aber hier als Berichterstatter für eine österreichische Fachzeitschrift. Herr Bleiner, Sie haben sich sicher schon die ersten Eindrücke gemacht vom Manöver Dreizack. Was gibt es dazu zu sagen? Grundsätzlich ist es von großem Interesse für mich zu sehen, die Zusammenarbeit zwischen den militärischen und zivilen Behörden und Einrichtungen. Die Übung Dreizack hat ein außergewöhnliches Übungsthema gewählt, in dem die Möglichkeiten der Kampftruppen, der Armee, der territorialen Organisation, aber auch des zivilen Bereiches hier voll ausgeschöpft werden. Und es wird in einer Form geübt, die der Realität in einer kaum besser erreichbaren Form im Wege einer Übung gerecht wird. Österreich ist wie die Schweiz ein neutrales Land, hat wahrscheinlich ähnliche Probleme. Wo sehen Sie die Parallelen im militärischen Bereich? Im militärischen Bereich liegen die Parallelen in einer ähnlichen Form des Wehrsystems. Auch Österreich versucht bis zu einem gewissen Grad das Schweizer Vorbild der Miliz zu betreiben. Und wir sind uns dessen völlig bewusst, dass man es nicht in absehbarer Zeit erreichen kann. Miliz braucht einfach ein Bewusstsein. Das ist in der Schweiz über wohl mehr als 150 Jahre hindurch gewachsen. Und sie haben in der Schweiz auch den großen Vorteil, dass sie den Erfolg ihrer Arbeit sowohl durch das Heraushalten aus dem Ersten als auch aus dem Zweiten Weltkrieg gesehen haben. Österreich hat erst nach 1955 begonnen, seine Konzeption zu entwickeln und hat einen mühsamen Weg gebraucht, um also diesen Weg zur Miliz zu finden. Seit 1970 hat man sich dieses Vorbild genommen und erarbeitet nun seit rund 16 Jahren eine ähnliche Konzeption. Die Struktur der Armee ist ähnlich gelagert. Es gibt in ihrem Bereich eine mechanisierte Komponente mit Panzertruppen, mit Panzergrenadieren, mit Panzerartillerie. Auch Österreich verfügt über eine Panzergrenadierdivision. Und die Konzeption, die militärisch zur Anwendung kommt, ist ähnlich gestaltet. Die besondere Übereinstimmung ergibt sich aber im Bereich des Zusammenwirkens zwischen, wie Sie es nennen, den verschiedenen Teilbereichen der Gesamtverteidigung
die in Österreich als umfassende Landesverteidigung bezeichnet werden. Dazu gehören in Österreich zum Unterschied von der Schweiz die militärische Landesverteidigung, die zivile, die geistige und die wirtschaftliche. Die Außenpolitik als solche ist nicht in den Rahmen der ULV einbezogen, während in ihrem Bereich ja die Außenpolitik auch eine wesentliche Rolle in diesem Rahmen spielt. Und gerade diese Organisation im Rahmen der Gesamtverteidigung in der Schweiz oder der umfassenden Landesverteidigung in Österreich ist also das Übereinstimmende. Und auch hier hat Österreich sehr viel von der Schweiz gelernt. Allerdings, und das muss hier neidlos anerkannt werden, ist selbstverständlich in der Schweiz gerade in Bezug auf die Fortführung der zivilen Verteidigung, des Zivilschutzes, des Schutzraumbaus, der Bevorratung ein Standard erreicht, von dem Österreich an sich nur träumen kann. Wie würden Sie den technischen Standard vergleichen zwischen Österreich und der Schweiz? Wenn ich der Schweiz 100% in Bezug auf den technischen Standard zuordne, so würde ich im Allgemeinen auf österreichischer Seite etwa 65-70% einschätzen. Und wenn Sie die Schweiz jetzt mit anderen europäischen Staaten vergleichen, wo steht die Schweiz Ihrer Ansicht nach da? Wiederum ausgehend mit der Schweiz, bezeichnet mit 100%, glaube ich, dass sie mit einer Reihe ihrer unmittelbaren Nachbarstaaten etwa ein gleichwertiges technisches und militärtechnisches Niveau erreicht. Ich bewundere an sich an der Schweiz, dass sie in der Lage ist, militärische Technik höchster Anforderungen mit dem Milizsystem zu bewältigen, und es ist hier ganz deutlich zu sehen, dass also diese Technik bewältigt wird. Ein Eindruck im Manöver draußen überzeugt den Beobachter. Es gibt natürlich gewisse Einschränkungen gegenüber einer Armee mit langer Dienstzeit, die also hier versucht, das Gerät entsprechend zu nutzen. Aber trotzdem würde ich also im technischen Bereich maximal einem ihrer optimierbaren Nachbarn mit etwa 120% zugestatten. Dann sehen wir also gar nicht so schlecht aus, wie man vielleicht immer hierzulande meint. Herr Bleiner, vielen Dank, dass Sie uns ein paar Fragen beantwortet haben, und noch weiterhin interessante Tage bei Dreizack. Danke vielmals. Nicht nur vom österreichischen Brigadier Bleiner haben wir seine Meinung wissen über die Manöver Dreizack, nein, auch aus der Bevölkerung. Die Frage, was meinen Sie zu dem Manöver Dreizack, haben wir verschiedene gestellt. Da die Antworten. Wir dürfen Sie da eigentlich nicht fragen, weil ich bin Österreicher und interessiere mich überhaupt nicht für Schweizer Militär. Ach, ich habe viel davon gelesen. Es ist gut, dass Sie es durchführen. Und die Übung muss sein. Das machen andere Länder auch, und das muss da auch so bleiben. Aber das Militär muss sein. Da kommt man nicht drum herum. Alle Länder. Also meine Meinung, die ist in der Ordnung. Also ich meine, das muss sein, oder? Wissen Sie, das ist auch, ich bin schon eine alte Frau. Ich kann nicht sagen, andere ist richtig. Muss. Dankeschön. Muss Schweiz haben eine Arme, nicht? Ohne Arme Land, das geht nicht. Ja, ich lehne das Militär grundsätzlich ab, und deswegen, für mich ist es eine Spielerei, finde ich. Also Spielerei, das Militär überhaupt, also es ist übertrieben und für meine Begriffe auch nicht realistisch. Es wird also wirklich nicht das gezeigt, was passieren würde, wenn es einen Ernstfall gäbe. Ja, ich würde sagen, ich sehe weiter nicht trainieren, aber es ist einfach eine militärische Übung, und ich meine, die müssen auch zeigen, was sie gelernt haben. Es kann ja sein, dass teilweise ein bisschen übertrieben ist, oder? Aber so wie ich sehe, ich nicht trainiere, wie auf jeden Fall für die Armee. Ja, sie müssen sein, stelle ich mir vor. Oder? Der Sohn ist auch dabei. Und es gehört einfach dazu, zum Militär. Zur Landesverteidigung nehme ich jetzt an. Oder? Ja, ich weiß noch nicht, da kann ich nicht beurteilen. Nachher. Ja, ich habe schon Gedanken gehabt darüber. Und was vielleicht ist schon gut, aber an der anderen Seite. Wenn wirklich mal etwas wäre, so wie in Basel passiert ist, dann nützt das alles gar nicht, oder? Darum denke ich, sie sollten, vielleicht ist schon gut, aber das Geld könnte man ja besser für andere Sachen brauchen, als für das, oder? Was ist Ihre Meinung? Meine persönliche Meinung, ich finde es ein bisschen übertrieben, das Ganze. Ja.
nach der heutigen Situation ist es einfach ein notwendiges Übel. Und, das Militär will sich scheinbar der Bevölkerung präsentieren. Trotzdem also wahrscheinlich die wenigsten daraus kommen, was da präsentiert wird. Das ist einfach ja, schau nicht. Man lebt ja in dem Zeitalter. Organisationsmässig habe ich das Gefühl, es hat nicht alles so geklappt. Dass auch viel zu viel umgehängt worden ist. Vor allem bei uns ist auch jemand vorgekommen, dass man 10-15 Stunden im Wald gehockt ist und gewartet hat. Es hat geheißen, in einer Stunde ging es weiter, werde ich übersetzt. Und dann ist es 10-15 Stunden gegangen. Und einfach das. Die Information war zu wenig gut für die Soldaten. Also wir haben zu wenig mitbekommen vom Ganzen, was läuft, drum und dran. Ja, das ist ein bisschen heiss. Also, ich bin sowieso nicht so für das Militär. Darum finde ich, weiss nicht, ich bin nicht so überzogen, als das im Ernstfall einen Haufen nützt. Also, ich weiss nicht, da gehört man immer so. Das Militär, also die Schweizer Armee tut den Frieden verteidigen und das ist nicht so ganz das Richtige. Also ich bin nicht so ganz einverstanden. Was ist deine Meinung jetzt über die Manöver 3 Zack Leo? Ja, es ist ein notwendiges Übel, ist klar. Ich meine, wenn man es ohne machen könnte, wäre es auch besser. Es bräuchte weniger Geld und weniger Aufwand. Und apropos Aufwand, warum hast du denn dich entschlossen, so einen Aufwand zu treiben, um täglich eine Berichterstattung darüber zu machen? Das ist eine gute Frage. Also, warum wir das gemacht haben, hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass die Manöver hier im Zürich Unterland stattgefunden haben, in unserem Sendegebiet. Und der zweite Grund ist der, dass wir mal schauen wollten, wie viel Aufwand das es braucht, um beim Lokalfernsehen eine tägliche Sendung von einer halben Stunde fertig zu bringen. Wie viel Aufwand? Und der dritte ist abchecken, ob es eine Möglichkeit gibt, überhaupt für Hasli TV in Zukunft einmal eine halbe Stunde pro Tag zu senden. Mit den Möglichkeiten, die wir heute haben. Und ich muss sagen, als Manöverkritik von den Manövern, die wir jetzt gemacht haben, da seit dem Freitag zur Nacht in der Nachtübung und am Sonntag Nachtübungen, also praktisch Tag und Nacht im Einsatz gewesen, wenn ich da Manöverkritik könnte ziehen. Der Erfolg war, glaube ich, gut gewesen. Das haben die Zuschauerreaktionen von Ihnen gezeigt. Es ist sehr gut angekommen. Aber dass wir regelmässig eine halbe Stunde senden können, das ist unmöglich. Der finanzielle und der personelle Aufwand sind dermassen gross, dass man also müsste eine Equipe für dauernd so zu senden von 10 Mann fest angestellt einsetzen. Sonst ging es nicht. Merci und auch für morgen noch alles Gute und das Defilé müssen wir ja noch machen. Ich danke auch dir für die Mitarbeit, du bist ja auch immer dabei gewesen. Heute am Donnerstag, am 20. November, um 12:30 Uhr zum Mittag, ist die Manöver Dreizack abgeschlossen worden. Anlässlich einer Pressekonferenz sind wir orientiert worden, wie die Resultate herausgekommen sind. Zuerst der Regierungsrat Ernst Rüsch von St. Gallen für den zivilen Bereich. Das Können der Stäbe ist auf recht hohem Niveau. Das Können der Zivilschutzformationen ist sehr unterschiedlich zu beurteilen. Das Können des einzelnen Mannes im Zivilschutz darf als recht gut und brauchbar bezeichnet werden. Das Können der Verbände auf den Schadenplätzen reicht von ungenügend bis sehr gut. Und wenn man genau untersucht, wo ungenügend qualifiziert werden muss, dann fehlt es an den richtig rekrutierten Kadern und an deren Ausbildung. Und ich bin überzeugt, wenn wir hier noch besser rekrutieren und zielbewusster ausbilden, wird die dritte Zacke auch stechen. Gesamthaft
hat sich die Übung Dreizack aus meiner Sicht gerade wegen der dabei erkannten Schwierigkeiten und Probleme gelohnt. Dadurch, meine Damen und Herren, dass Sie dazu beigetragen haben, die Übung in der Öffentlichkeit nicht nur zu zeigen, sondern ihren Sinn zu erklären und sie klug zu erläutern, haben Sie nicht nur der Übungsleitung viel geholfen, sondern selber an der Gesamtverteidigung aktiv mitgearbeitet. Dafür danke ich Ihnen herzlich. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sicher haben Sie heute Nachmittag auch Fernsehen geschaut, wenn Sie daheim waren. Das grosse Defilé von der verstärkten mechanisierten Division 11 in Dübendorf ist live im Fernsehen DRS übertragen worden. Das HCTV ist natürlich auch heute wieder ein bisschen früher aufgestanden und hat schon bei den Vorbereitungen von dem Defilé ein bisschen zugeschaut. Der Leo Volpi und der Hampi Kessler haben zudem einen interessanten Beitrag zusammengestellt. Zudem wünsche ich Ihnen am 20. November 1986. Ein denkwürdiger Tag für die mechanische Division 11, die verstärkt worden ist und an diesem Tag sein Defilé hat. Bereits am frühen Morgen war das kantonale Strasseninspektorat unterwegs und hat auf den verschiedenen Zufahrtsstrassen und Autobahnen Hinweisschilder angebracht für einen reibungslosen Ablauf. Währenddem die Militärpolizei von einem Helikopter aus die ganze Angelegenheit von oben kontrolliert und überwacht hat. Auch das Militär war bereits sehr früh aktiv, hat man doch während der Nachtzeit sämtliche Fahrzeuge, Tanker, Panzer usw. bereits auf dem Flughafenareal ordnungsgemäss angestellt. Wo wir heute am Morgen eingetroffen sind, haben wir sämtliche Fahrzeuge bereits auf der Piste gesehen stehen. Wer gekommen ist, ist die Mannschaft, die Soldaten, die Offiziere, die sich auf ihren Ort begeben haben. Es war eine rechte Turbulenz zuschauen. Von allen Seiten sind die Soldaten angestürmt. Die Kantonspolizei war mit fast sämtlichen ihren Leuten unterwegs, um den Verkehr zu regeln und um Vorkehrungen dafür zu treffen. Auch die Heerespolizei war vollumfänglich im Einsatz. Sämtliche Fahrzeuge sind einsatzbereit gestanden, um eventuelle Sorgen abzuwehren. Eine letzte Beratung über das Einsatzgebiet und dann ist es losgegangen. Hier ein Überblick über das ganze Flughafenareal, wer wo eingesetzt ist. Es ist alles vor Monaten bereits organisiert und minutiös geplant worden. Jeder hat gewusst, an welchem Standort dass er sich muss, wann befinden muss. Am 9. Uhr bereits sind die ersten Lastwagen beleidigt gsi mit Soldaten. Die einen haben noch ein bisschen verschlafen ausgesehen, die anderen haben noch Hunger gehabt, weil es noch keins Morgen gegeben hat. Aber die ganze Stimmung trotzdem vergnügt, lustig, man hat gelacht. Sämtliche von denen, die hier dabei sind, sind an diesen Manöver-Dreizack dabei gsi. Die einen mit 3/4 Stunde pro Tag Schlaf, die anderen vielleicht ein bisschen mehr. Aber wie man sieht, laufen stramm dahin Richtung ihrem Fahrzeug. Wer ist denn alles dabei gewesen? 4 Regiment, 21 Bataillon und 106 Kompanien. Im Gesamten 12'000 Mann. Damit wir nicht nur Motorenlärme gehört haben und das Rasseln der Panzerketten, hat es auch Musik gehabt. Da ist sie bereits am Anmarsch und wir sind dabei gsi bei den ersten Proben heute Morgen. Hören wir doch zu.
Zünftiger Sound von einem rassigen Spiel, das ist das, was natürlich zu einem Defilé dazugehört. Dazugehören tut natürlich auch Platz für Zuschauer. Die grossen Tribüne mit Sitzplätzen für rund 30'000 Personen hat die Genieabteilung aufgestellt. Dazu hat sie selbstverständlich die WK-Zeit gebraucht und ungefähr 2 Wochen verwendet. Hören wir einmal die Disposition zu. Das Material dazu ist aus der ganzen Gegend zusammengesucht und zusammen amüsiert worden. We'll be right back.
Fliegerstaffel hat geübt, Musik hat geübt und das Radio Z hat nicht geübt, sondern hat sich bereitgestellt für die Live-Reportage via Funk und Telefon. Weitere Soldaten sind eingetroffen, haben sich formiert und bereit gemacht für das Defilé. Jetzt doch noch einmal ein paar Zahlen. Im Infanterie Sie gehen jetzt auf Fahrzeug, das Beschriftungstäfeli wegnehmen und tun das Fahrzeug über vorgeschrieben ist erstellen und bleiben auf dem Fahrzeug ausführen. Die Polizei hat in unregelmäßigen Abständen das ganze Gelände. Da vorne, der Defilé-Strecke, auf der rechten Seite, gehen auf die Autobahn und bleiben auf der Autobahn auf der Normalspur. Kommt man nicht aufpassen? Und dort fahren wir auf der Autobahn bis zur Ausfahrt West von Ust. Nachdem für jede Abteilung und jeden Zug ganz genau festgelegt worden ist, welche Strasse, welcher Weg und welchen Ausgangsort, dass man zu wählen hat und zu fahren hat, sind die Soldaten abgemeldet worden und mussten auf die Fahrzeuge aufsitzen. Der Zeiger hat sich schon ganz langsam gegen die 12 bewegt. Teilweise hat sogar pressiert oder man hat sich militärisch verzogen. Obwohl man stinkmüde war. Gebützelt ist noch einmal worden, bis alles aufs kleinste parat war. Es waren doch 120 Kampfpanzer und 70 Panzerhaubitzen. Im Gesamten 310 Schützenpanzer. Das gibt insgesamt
500 Raupenfahrzeuge und dazu 2000 Pneufahrzeuge. Zum ersten Mal seit dem Bestehen dieser mechanischen Division 11, nämlich zum 25. Jubiläum, war die These, dass das die erste Heereseinheit sein soll, wo keine teilzunehmenden Männer zu Fuß mitlaufen muss. Da steigen sie auf. Die Moral der Truppe war tiptop. Obwohl sie stinkmüde waren, haben sie doch noch Lust und Freude gehabt, den heutigen sonnigen Tag an diesem Defilé fertig zu bringen. Mit einer Geschwindigkeit von 15 Stundenkilometer ist man die ganze Piste von 2,5 km in knapp 2 Stunden abgefahren. Sie haben ja heute am Schweizer Fernsehen bereits alles können mitverfolgen und erst noch live. Aus dem Grund haben wir auch gefunden, dass wir nicht einen Bericht machen über das Defilé, sondern wie es zu dem Defilé gekommen ist und was es dazu gebraucht hat. Darum diese Bilder. Es ist doch sehr imposant, wie sämtliche Fahrzeuge hier in einer Zwölferkolonne auf dieser Aufstellungsformation stehen. Nachher im Defilé sind sie auf Viererkolonnen aufgefahren. Schließlich die Wegfahrt nachher von Dübendorf hat in Zweierkolonnen erfolgt. Damit ja kein Fahrzeug stehen bleibt. Das wäre ja Katastrophe, wenn irgendwo im Zug ein Fahrzeug blockiert wäre und dadurch das Defilé nicht mehr ablaufen würde. Ist natürlich jeder Soldat stolz darauf, wenn seine Mühle gelaufen ist. Er hat darum auch dafür gesorgt, während der Vorbereitungen am heutigen Vormittag, dass sein Motor richtig läuft und dass die Lichtanlage funktioniert. Zwischen ihnen hat man auf diesen Wegen Witzli gerissen und es lustig haben. Man sieht, die Moral der Truppen ist gut, trotz der schweren Manöver. Und da ein kleiner Blick ins Innere von so einem Fahrzeug. Warum überhaupt ein Defilé? Der Divisionär Andreas Gadient aus Winterthur, der Kommandant der mechanischen Division 11, meint dazu, Defilé sind der traditionelle militärische
das Informationsstand vom Militär. Dort hat man eine Zeitung, drei Zack von der APF kaufen. Auch fürs leibliche Wohl ist gesorgt worden. Hat es einen Haufen Stände für Kaffee und Mineralwasser oder auch für Würstchen, Magenbrot und brennte Mandeln. Also auch dort ist man nicht zu kurz gekommen. Laut Information vom Organisator, Mechanische Division 11, haben wir erfahren, dass man gegen die 80 bis 100'000 Leute erwartet. Und die müssen auch verpflegt werden. Besonders wenn sie extra früh kommen, um einen sicheren Platz zu haben. Verpflegung ist vom ortsansässigen Gewerbe durchgeführt worden. Unsere Mandeln müssen Sie dann in Grossaufnahme machen. Es hat nicht nur Stände für Russen, sondern man hat auch dafür gesorgt, dass man in Restaurants, und dazu hat man das Flughafenrestaurant eingesetzt, oder in den Festhütten hat können zu Mittag essen. Neben den Festhütten hatte es auch noch einen Hangar, der zu einem Restaurant umfunktioniert worden ist. Schon bereits um 12:30 war alles besetzt. Jung und alt, sämtliche Altersklassen sind vertreten an diesem Defilé. Zur Information gibt es auch eine Wehrschau und eine Waffenschau. Die Waffenschau, die ist am Samstag, also morgen noch offen, vom 9 Uhr bis zum Abend um 5 Uhr. Parallel dazu ist am Samstag vom 9 Uhr bis um 5 Uhr noch eine Wehrschau. Truppen aller Waffengattungen von der Mechanischen Division 11 stellen sich am Samstag auf verschiedenen Arbeitsplätzen auf dem Flugplatz Dübendorf im Einsatz und bei der Ausbildung vor. Folgende Arbeitsplätze werden gebildet: Infanterie, mechanisierte und leichte Truppen, Artillerie, Genie, Flap und Führung. Bald ist auch der Bundesrat de la Moura eingetroffen und wir haben uns zurückgezogen, um den Filmbericht zu schneiden. Punkt 2 hat es geheissen, Achtung, Gruß. Und das Defilé hat gestartet. Schweizer Fernsehen hat bekanntlich das live übertragen und sie haben können die Mammutvorstellung von unserer Schweizer Armee direkt mitverfolgen. Am Schluss hat Patrouille Suisse noch einen krönenden Abschluss gegeben, so wie man ihn kennt und erwartet. Geht es echt wieder 23 Jahre bis zum nächsten Defilé? Eins ist sicher, das Wort Ruhn, das gilt für alle. Auch für uns. Gute Nacht miteinander. Ja, und mit dem Filmbericht ist eigentlich auch unsere Berichterstattung über das Manöver 3 Zack und das anschliessende Defilé fast fertig. Aber wir haben natürlich auch heute wieder einen Studiogast. Ausnahmsweise und eigentlich das erste Mal in der Woche einen, der nicht in Uniform oder im Kampfanzug kommt. Es ist der Leo Volpi, der Initiant vom Hasli TV. Und er war die ganze Woche eigentlich ziemlich hart am Ball gewesen, mit ein paar anderen Kollegen. Leo, wie viele Stunden hast du eigentlich geschlafen diese Woche? Relativ wenig an und für sich. Besonders vom Sonntag auf den Montag, auf den Dienstag war es ein bisschen dünn gewesen. Am Sonntagmorgen angefangen, die Donnerstagssendung machen, weil die hätte ja auch fertig sein. Und dann ist es am Sonntag losgegangen, die ganze Nacht durch. Und dann haben wir am Abend noch den Filmbericht geschnitten, den wir am Sonntag zur Nacht gemacht haben. Also bin ich dann so gegen die Zeit, wo ich den APF konnte aufschalten, weil wir ja jeden Morgen den APF übernommen haben, mit einer Anmoderation von der Lilo Augsburger, sind wir dann
eingestiegen und nachher wieder aufs Feld. Und die Filmberichte haben sie alle gesehen. Ja, du hast jetzt gesagt, mehr. Ich glaube, jetzt, wo die Berichterstattung durch ist und wir haben viele schöne und gute Bilder gesehen, ich glaube, jetzt dürfen wir ganz offen darüber reden, wie viele Leute das da eigentlich dabei sind. Zwei. Es waren immer zwei gewesen, der Hampi Kessler und ich. Oder dann ist der Hampi Kessler und der Hermann Streitmatter. Oder der Hermann Streitmatter und ich. Während die andere Zeit, wo ich nicht im Einsatz war, habe ich Filmbericht geschnitten und die Sendung vorbereitet. Jetzt, das klingt eigentlich unwahrscheinlich. Wir haben jeden Abend haben wir Bilder gesehen vom Manöver. Wie ist denn das Team, das jeweils draußen im Feld war, immer dort, wo etwas läuft? Wie machen wir das? Ja, auf der einen Seite haben wir ein bisschen Unterstützung gehabt, das muss ich sagen, vom Fach 4 von der Informationsstelle. Dank dem Ausweis haben wir überall können her. Den kann ich übrigens jetzt wegnehmen. Ja, also den brauchst du im Studio nicht mehr. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Und dann hat man ein bisschen gewusst, in welcher Gegend das was jemand könnte sein. Durch Zufall haben wir aber am Mittwoch, wo die Kampfhandlungen gewesen sind, dort, haben wir nicht gerade dort wollen, wo sie uns gesagt haben, wir sollen gehen, sondern wir sind ein bisschen auf Umwegen. Ich wollte jetzt nicht sagen, dass wir uns verfahren haben, wir sind einfach ein bisschen hinum und haben dann dort gemerkt, dass etwas geht und haben so das Gespür gehabt und das Glück auch, Zufall, dass wir effektiv voll mitten in dem Kampfgewühl rein sind und konnten Aufnahmen machen, wo kein einziges Kamerateam hätte. Das ist unwahrscheinlich. Es hat immer noch das Geschützrohr. Und dann müssen wir noch durchfahren, dass wir weitergekommen sind. Ja. Jetzt, was mich noch wundert, im Zasli TV ist ja ein privates Fernsehen. Private Fernsehs dürfen in der Schweiz keine Werbung machen. Also fehlt eigentlich die Haupteinnahmequelle. Wie ist es möglich, dass Hasli TV jeden Abend eine Einschaltsendung bringt, während, sagen wir jetzt mal, die grosse Schwester SRG am Schluss dann eine Zusammenfassung macht? Wie kann so ein kleines Fernsehen das überhaupt machen? Also grundsätzlich kann es gar nicht. Es ist so, dass ich Ferien genommen habe. Diese Woche Ferien ist einfach flöte. Ich habe eine Woche Ferien genommen. Da habe ich ähnlich. Und was die Kosten gewesen sind, die aufgelaufen sind, die habe ich von meinem privaten Sackgeld zahlt einfach mal so. Für so etwas haben wir uns das mal eingesetzt, und zwar rein aus einem speziellen Grund. Ich wollte wissen, wie viel Aufwand gibt eine halbstündige Sendung, wie Sie, liebe Zuschauer, ja bei uns gewünscht haben, dass wir würden täglich eine halbe Stunde senden. Und ich muss also sagen, wenn so ein Zweierteam, wo dann nachher einer noch geht schneiden und dieser macht sonst noch wieder Vorbereitungen. Wochen mag es gehen, aber ich bin froh, ist es vorbei. Also du wirst nicht so schnell wieder so eine private Dreizackübung machen oder hast schon wieder irgendetwas so im Hinterkopf, wo man dann vielleicht irgendwann einmal realisiert? Das könnte man dann machen, wenn man Sponsoren hat oder wenn man kann da irgendwoher zahlte Leute überkommen oder dass man ein bisschen finanzielle Unterstützung überkommt, sei es von der Gemeinde, sei es vom Kanton oder vielleicht sogar vom Bund oder von Privaten oder von der Industrie. Wir kommen schon Spenden über, verdünnt kommen wir Spenden über, das stimmt, aber dort 20 Franken und da 20 Franken und dort 5 Franken, das ist halt doch, es ist sehr flott und es ist champagne schön, das dass man etwas überkommt. Das ist sehr sympathisch. Aber es macht einfach den Haufen, den es hat, nicht so fett wie es sollte. Und es muss da etwas gehen. Wir müssen da schauen, dass man früher oder später zu etwas kommt, dass wir regelmäßig weitermachen. Also im Prinzip müssen wir auch Leute haben, vielleicht aus der Industrie oder so, die sagen, ja, das Hasli TV als Privatfernsehen, das sollte man mit namhaften Beiträgen ein bisschen unterstützen, dass es überhaupt kann überleben bis zu dem Zeitpunkt, wo dann vielleicht einmal Werbung erlaubt ist, wo dann Finanzierung über die Werbung gesichert wäre. Ja, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Und vor allem, dass vielleicht auch Gemeinden sich ein bisschen interessieren. Das geht jetzt auf Kantonsratswahlen hin. Wir haben von verschiedenen Orten haben wir jetzt Anfragen bekommen, ob man nicht könnte, ob man nicht könnte eine Sendung machen und so weiter. Mhm. Wenn es auf so Wahlen geht, wo sich gewisse Herren können
ins Bild setzen. Ich sage jetzt immer so, ich bin jetzt das erste Mal im Bild in dem Sinn. Mendi kann ich einspringen. Dann ist so ein Regionalfernsehen oder ein Lokalfernsehen sau gut. Mhm. Und wenn man dann gewählt ist, dann hat man es dann schon wieder vergessen. Und das finde ich einfach, dass man dort auch nachher noch sollte und darf daran denken. Denn es ist ja ein Mittel, das auch eine Behörde, eine Gemeinde kann einsetzen und auch soll einsetzen für Kommunikation zum Bürger. Ich finde auch, Sasli TV ist ja sehr interessiert, über das zu berichten, was in der Gemeinde geht. Und vielleicht wäre es eine Anregung an einzelne Gemeinden in unserem Sendegebiet, dass man vielleicht dem Hasli TV auch ein bisschen Informationen schickt, was es so geht und was sich tut, und uns vielleicht der eine oder andere interessante Hinweis gibt, wo vielleicht für uns auch wertvoll ist, dass wir darüber berichten. Mal, es wäre nett, wenn wir da diese App-Unterstützung auch bekommen. Von den Zuschauern haben wir es. Wir haben ja diese Woche wieder sehr viel Positives gehört. Das hat also von dort aus, da möchte ich Ihnen mal recht herzlich danken, dass Sie ab und zu aufrufen. Wir bekommen ab und zu positive, unterstützende Worte über. Aber wir bekommen auch negative über, das heisst Reklamationen. Wegen Sebericht ist zu lang, diesen ist zu kurz. Und wir sollten einmal über einen anderen Künstler berichten. Oder wir sollten einmal die Seb-Gruppe Leute bringen und da über das Theater berichten und so weiter. Ich finde das flott, dann weiss man, auch wenn es eine Reklamation ist, lieber eine Reklamation als gar keine Reaktion, dann wissen wir, dass es geschaut wird. Und auch Begleituntersuchung hat sie das bestätigt. Also wirtschaftlich noch ein paar grosse Fragezeichen, aber sonst glaube ich, hat dir deine persönliche 13-Kürbung doch im grossen Ganzen Spass gemacht. Und weil du ja wahrscheinlich heute Abend ausnahmsweise mal ein bisschen früher ins Bett gehst als sonst, glaube ich, müssen wir uns für heute von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, vor allem ein schönes Wochenende. Wir sehen uns wieder am 4. Dezember. Allerdings nicht zu Abend am 8., sondern bereits am 7. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Gute Nacht miteinander.